Dann drücke ich hier mal auf den Knopf und grün, haben wir ja gesagt, heißt Aufnahme. Die ist die Zahl, die über Kopf ja. sich vorwärts bewegt, beziehungsweise, wie nennt man das, wenn sich das vorwärts über Kopf bewegt? Köpfliches Vorwärts. Ich kann sehr gut über Kopf lesen. Ja? Ja, das lernst du als Lehrer. Ah ja. Also ich kann sehr gut über Kopf lesen tatsächlich. Auch, sehr gut. Ich kann auch sehr gut Krickel-Krakenschrift lesen. Was witzig ist, wenn man über Kopf ist und sozusagen sich auf den Mund fokussiert und dann so komisch redet, das sieht sehr witzig aus. Ja, das stimmt. So. Genau. Also. Wollen wir mal hier Intro mal und so? Machen wir mal. Ach, guck mal hier, Musik läuft. Wir Brickside Stories, alles wie gewohnt. Ja. Ein Baustein fehlt. Was ist es? Warte mal, ich muss mal eben überlegen. Du bist da, ich bin da. Ja. Lasi fehlt. Lasi, wo bist du? Hallo. Hallo, Lasi. Ist nicht da. Ganz allein im Hangar heute. Na, ja. Der kommt, vielleicht kommt er noch. Der ist auch so, würde er uns erzählen. Ich habe ein Bild gesehen und gegoogelt, was da drauf stand. Richtiger Quatsch, würde ich sagen, den er macht. Aber vielleicht hat er eine schöne Erklärung dafür, wo er sich rumtreibt. Während hier seine fleißigen Mitarbeiter Überstunden machen. Und während wir den Einsatz wieder verpasst haben. Ja, also wir haben hier, willkommen bei den Brickside Stories. Die Mundspiele sind vorbei. Haben wir verpasst? Okay, jetzt geht's los, ne? Ja. Willkommen bei den Brickside Stories! Willkommen, Freunde. Wir kriegen das nie hin mit dem Intro. Ist doch ne? egal. Nee, dafür ist Lars da. Da brauchen wir wirklich Lars für. Das kann nur Lars. Der hat da so ja. eine... Der he has one job. Ja, aber den kann er. Den kann er sehr gut. Timing. Ich glaube, der hat sich tatsächlich einfach die Zeit gemerkt, wo er die Lippenübung starten muss. Ah. Dann hat er im Kopf die Wiederholung, die er macht, 5-6 Mal. Hm. Da muss mal jemand recherchieren. Ja, wäre also, vielen Dank erstmal für das leckere Getränk. Ja, es gibt mal wieder Flusscola. River Cola. Zero Sugar. Yeah. Ist tatsächlich mega underrated. Schmeckt sehr gut. Ich finde ganz ehrlich auch. Also und hört, wie hört sie sich an? Hört mal. Oh. Klingt gut. Oh, habe ich extra geschüttelt. Ja, spritzt ein bisschen auch. Also, das magst du doch, oder? Nee. Geht gut los. Müssen wir jetzt schon den Disclaimer machen, dass das hier der FSK 18 Nee, das ist vorbei. Ach so, okay. Ich habe noch eine kleine witzige Geschichte. Ist immer nur, wenn Lars dabei ist, ne? Ja, echt, also wirklich. Der ist tatsächlich. Ich habe, apropos FSK 18, ich habe letzte Woche Samstag Terrifier 3 im Kino geschaut. Oh. Ja, das ist eigentlich FSK 50. Mit Arty? Hä? Arty? Heißt der Clown nicht Arty? Weiß ich gar nicht. Das ist mir so unwichtig. Also, der ist tatsächlich. Ich habe mich sehr gewundert, wie der eine Freigabe bekommen konnte. Der ist so blutig. FSK 16? Nee, 18. 18. Aber also, da sind 10 dabei, wo man denkt, ey, das ist so. Aber es gibt nichts Höheres als FSK 18. Nee, das aber indiziert. Verboten, gar nicht zeigen. Ich meine, das so, ist das. Es geht nicht darum, dass es, das ist mir schon klar, dass es so also im geringsten Fall ab 18 ist, aber dass man das überhaupt zeigen darf in der Öffentlichkeit, darum ging es mir. Ist das, ist da irgendjemand schreiend aus dem Kino gelaufen? Ganz witzig, neben uns saß so eine Männergruppe, um die 40 schätze ich jetzt. Ja, aber da will sich ja keiner die Blöße geben. Nee, oder? Und da wurde einer reingeschickt, also mitgenommen. Ja. Der wusste wohl überhaupt nicht, was ihn erwartet. Und der hat sich sehr schnell gewundert, was er da eigentlich denn sieht. Und hat wirklich alles immer kommentiert mit, ach Gott, oh Gott, oh Mann und ach. Und hinter uns, weiß nicht, wir waren in Reihe, also hinter uns haben bestimmt, ja, lass mich mal schätzen, 6, 7, 8 Reihen. Ich nehme immer ganz gerne, ich brauche nicht diese Luxussitze hinten, diese Ledersitze. Ich finde, die quietschen auch so beim Bewegen, das ist unangenehm. Ja, ich finde die auch eklig manchmal. Oder, ne? Ja. Mhm. Lieber die Reihe davor, diese Stoffsitze und die Reihe, wo der Gang davor ist, wo man die Beine lang machen kann. Genau. Sehr gut. Ja, das ist der, auch immer am besten. Das ist der beste Platz. Ich bilde mir auch ein, dass du da den besten Klang hast, weil du so mittig sitzt, Mitte. Ja. Weißt du so? Absolut perfekt. Bilde ich mir ein. Genau, und hinter uns war aber viel Bewegung tatsächlich. Ja. Wir sind ins Kino gegangen, da war schon relativ viel los, viele Plätze besetzt. Erstaunlich gut schneidet er auch im Boxoffice ab. Mhm. Also echt, der erste wäre eine mega Überraschung, das wäre so ein Mini-Budget-Film, der halt dann durch die Decke ging, der zweite ein bisschen mehr Budget. Den habe ich geschaut, den zweiten auch sehr, sehr blutig. Mhm. Und der dritte ist halt jetzt ja so, der wird langsam Kult, glaube ich, so der Dude. Jumpscare-mäßig? Nee, so? Überhaupt gar nicht. Okay. Einfach nur Gore.
Okay. Also blutig. Ja, mit Ketten. Also das ist, wo man denkt, Alter, das ist also schon pervers, eklig. Okay. So, also so richtig, richtig schlimm. Was sagt das über uns aus, wenn der gerade so, also wenn da so viele Leute gerade in so einen Film gehen? Das ist die bisschen die gleiche Welle, so ein bisschen der gleiche Ansatz, warum Serienkiller so beliebt sind auch. Das ist, weißt du, so ein bisschen, es ist halt so richtig eine Grenzerfahrung eigentlich, aber in Sicherheit. Bist du im Ted Bundy Fanclub? Nee. Nee. Ich habe mir auch alles rauf und runter geschaut. Ich so, bin Mickey Mouse Club, Ted Bundy Fanclub, Knacks Club. Ja. Nee, bin ich nicht. Aber es gibt ja dann halt auch attraktive Frauen. Dama Fanclub. Ja, ja. Nein, okay. Genau. Die dem Fanposten so schicken. Geschickt haben, ja. Also nicht mehr. Oh, da habe ich mal einen Podcast drüber gehört, sehr interessant. Ich glaube, das war von Zeitverbrechen. Mhm. Gab es irgendwie so eine Sonderfolge mit Frauen, die sich in Verbrecher verliebt haben. Ja, genau. Ja. Es gibt ja auch dieses, wie heißt dieses Syndrom, wenn sich Frauen in ihren Entführer verlieben? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, irgendwas, es hat irgendwas, das ist ein skandinavischen Namen, Schweden-Syndrom oder sowas in der Richtung? Stockholm-Syndrom ist es, ne? Kann sein. Ich glaube ja. Es gibt auf jeden Fall so ein Stockholm-Syndrom. Ja, also herzlich willkommen bei eurem Wissenschaftspodcast. Ja, hier gibt es viele Halbwahrheiten. Ja, genau. Auf jeden Fall. Also damit können wir dienen. Ja, ihr müsst immer mit einem Endgerät, müsst ihr immer, Wikipedia oder was man da so nutzt. Fact-checken müsst ihr hier. Müsst ihr immer alles mal überprüfen. Hier ist alles ohne Gewehr. Genau, also heute fangen wir ohne Lasi an, der kommt. Ja. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Ja, was könnte das wohl sein? Die beiden Nerds sitzen hier ganz alleine in dem schönen Büro. Ja, in dem Hangar hier. Wir wollten zuerst einen Whatnot-Stream heimlich starten und den richtig coolen Kram verticken. Ja, wir tun Lars einen Gefallen und nehmen ihm ein bisschen Arbeit ab und verkaufen alles, wo eine Unterschrift drauf ist. Genau. So. Das wär's. Hier sind echt schön. Coole Unterschriften. Guck mal, hier ist Millie Bobby Brown. Oh ja. Also die Elfie. Kann weg. Denn die Spice Girls haben hier was unterschrieben. Ja. Kann auch allerhand Lego-Designer. Joa. Wahrscheinlich, wie ich Lars kenne, Stuart ist ja auch Harris, irgendwie was. David Hasselhoff, oder wie heißt der? Wahrscheinlich ist ja auch irgendein Autogramm von dem. Bestimmt. Der hat bestimmt ein Autogramm von David Hasselhoff hier, mit Sicherheit. Weiter weiß ich nicht. Das sind doch nicht so viele. Nee, bisschen übertrieben. Wir sammeln das zusammen, bestellen das gleich online. Könnt ihr dann. Könnt ihr dann. 30 Sekunden. Als Bundle quasi alles einmal. Hast du bei Whatnot schon mal was gekauft? Also du bist ja ab und zu im Stream dabei, aber hast du auch schon was gekauft? Also nicht in dem Stream, wo ich dabei bin, also biete ich natürlich nichts. Nee, ist klar. Ich habe bei dem Eröffnungsstream von Markus, a.k.a. Bricks of Maze, liebe mega, Grüße. Mega gut, oder? Ja, mega. Finde ich auch. Markus ist echt der Beste. Ich liebe den sehr. Also, das ist so ein Dude, mit dem wäre ich, also ich finde es schade, dass er so weit weg wohnt. Ja. Ich würde mit dem spielen. Ja. Der hat einfach auch ein unfassbares Wissen. Ja, und ist auch sympathisch. Ist so, ich würde ihm also blind Geld leihen. Ja, ich weiß also, genau, was du meinst. Der hat so eine ganz, ich glaube, der lügt dir nicht ins Gesicht, ne? Weil der ist, glaube ich, immer offen heraus. Sehr. Und macht das ja mit seinem Bruder zusammen. Genau. Es ist ein mega Team, finde ich. Die ergänzen sich total gut. Und ich finde geil, diese Custom-Figuren, die da machen, ne? Der hat auch diesen Clown da gemacht von Terrifier, glaube ich. Ja, da war tatsächlich heute jetzt der letzte Gast im Laden. Ja. Papa mit einem Sohn, 11 Jahre, sehr interessanten Geschmack. Also der hat eigentlich... Der Sohn hat den Film auch schon gesehen? Nee, der hat aber Interesse gehabt und wollte die Figur auch nachbauen, weil er da irgendwo bei YouTube mal was gesehen hat. Ne? Der Papa immer schon so Antennen gespitzt, dachte, na, was erzählt er mein Sohn? Aber na, das ist halt, der Vater macht das eigentlich, glaube ich, ganz gut. Der merkt halt, sein Sohn hat da Interesse an der... Wir kennen das ja aus unserer Jugend. Man will halt als Kind auch mal... Alles, was indiziert war, war nicht spannend. Oder auch auf Filme ab 16. Und ich glaube, ist auch gut als Papa. Auch Musik so. Ja. Die verbotene Musik. Das neue Ärztealbum, verboten und so. Genau. Aber was ich halt sagen wollte ist, also aus pädagogischer Sicht ist es, glaube ich, eine gute Sache, ist einfach nicht strikt zu verbieten, sondern zu erklären erstmal, worum es so ist. Ne? Warum es quasi dann auch für Ältere erst so geeignet ist. Und einige Sachen, wenn es die Eltern zuerst gesehen haben, ne, oder einen Eindruck gewonnen haben, mit anderen Personen drüber geredet haben, die denen vertrauen oder keine Ahnung, irgendwie, wenn die sich eine Meinung gebildet haben, auf die man sozusagen beruhen kann, dann finde ich es in Ordnung, wenn begleitend da auch eine Erfahrung gesammelt wird fürs Kind. Einfach nicht sagen, ich verbiete es, nein, darfst du nicht, sondern zu sagen, pass mal auf, wir können uns mal gemeinsam hier eine Szene angucken, weißt du?
einfach nicht alles so krass zu verbieten, sondern nicht jetzt Terrifier, Gottes Willen. Ja. Das ist zu krass. Aber ich meine sowas wie ein Elfjähriger. Ja, es gibt ja auch einige Sachen, die sind FSK 16, wo man denkt, na, es sind vielleicht so 2-3 Szenen. Aber alles andere ist halt so eine gewisse Spannung. Aber weißt du, mit dem Erwachsenen am helllichten Tag und darüber reden und mal gucken, so ein, ich finde das, glaube ich, in Ordnung. Ja, also ich kann jetzt ja nur für meine Kinder sprechen und ich bin schon oft sehr froh gewesen, dass die gewisse Dinge nicht gesehen haben. Aber weil sie auch kein Interesse daran hatten. Das weiß ich nicht. Also ein einfaches Beispiel, jetzt war Halloween, ne? Wir sind Halloween rumgegangen abends, ne? Und da ist ja auch überall, hängen da diese ganzen Skelette und Kürbisse und alles, Gespenster und so, ist ja alles so ein bisschen auf Grusel getrimmt. Ja. Die waren unterwegs mit ihrer Cousine, meine beiden Töchter. Und die hat schon, glaube ich, ziemlich krasse Filme gesehen. Und die hatte so ein Schiff. Wie alt? Die ist in dem Alter von meiner Kleinen, also so 10. Ach so, schon, ja, jung, okay. Ja. Und die hat halt auch Zugriff auf Smartphone und es wird nicht so richtig kontrolliert und YouTube und so. Und wenn das, ne, weißt du selber, wenn da keiner daneben ist und drauf guckt und, ne? So, und die hatte richtig Schiss, also die Cousine hatte richtig Schiss, an den Türen zu klingeln und so. Und dann fragte meine Tochter, hä, warum klingelt's denn da jetzt nicht? Nein, da kommt da einer mit der Kettensäge raus und jetzt sägt uns und so. Ja. Okay, wo kommt jetzt diese Idee her, ne? Also wo kommt jetzt diese Fantasie her, dass da jetzt einer losrennt und dich zersägt? Ja. Hat sie Terrifier geschaut? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich finde schon, man sollte ein bisschen ja, also die Kinder auch schützen, so. Ne? Es ist klar, genau. Ja. Aber man weiß auch, es ist auch was anderes, wirklich was anderes. Mhm. Im Grunde genommen, also nicht bei jeder Person, aber es ist schon ein Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. So. Ja. Wenn Jungs, die haben eher so ein Faible dafür, so dieses Verbotene, ne, sind eher so die Rowdies. Mädels ja nicht so, ja, also ich, durchschnittlich. Also, nee, glaube ich nicht. Also, okay. Also ich kann jetzt nur für meine Schülerinnen sprechen, so bei uns in der Schule, also bei uns laufen halt auch irgendwie 12-Jährige mit einem Stranger Things Pullover durch die Gegend oder so, ja. Ist FSK 16? Ja, ist ab 16. Ja. Solche Sachen, ne, wo du mir denkst, hä, hast du das schon gesehen? Ja, klar habe ich das gesehen, so, ne. Ja, das ist aber tatsächlich wirklich ein, das haben die Macher, selbst Lego ist ja drauf reingefallen. Ja, ja, ja. Das ist halt auch, dann hast du halt diese Kinderdarsteller, die halt sehr aktiv sind in Social Media. Millie Bobby Brown ist, glaube ich, für viele von dieser ganz jungen Generation, ne, alle so ab 10, so schon ein Vorbild. Mhm. Ne? Ja, weiß ich nicht. Oder auch Wednesday ist ja super angesagt. Ja, auch bei Mädchen vor allem. FSK? Ich glaube ab 12, aber ich finde es mitunter schon gruselig. Nicht gesehen. Ne, so mit Werwolf und so, also geht schon auch richtig zur Sache. Nicht, ist nicht ganz so blutig und so, aber würde ich jetzt auch nicht mit einer 10-Jährigen unbedingt gucken. Genau. Mensch, jetzt sind wir ohne Ankündigung, sind wir tatsächlich schon dem Thema verfallen, auf welches wir uns eigentlich auch geeinigt haben, was wir jetzt hier einfach mal ein bisschen ich muss mich mal erstmal ein bisschen ausziehen. Einbeziehen. Ich find's hier warm. Ja, sorry. Nee, ich habe gut trainiert auch die letzten Wochen, muss ich sagen. Das, oder warum ist hier so heiß? Vielleicht. Ich muss es sagen. Vielleicht. Oder, gut durchgezogen, muss ich sagen. Ja, aber ich habe halt auch ganz gut Zeit. Ja, ich bin relativ flexibel, was so Arbeiten angeht. Ne? Es gibt halt so einige Fixtermine, aber vieles kann man sich auch gut legen. Und ich arbeite tatsächlich gerne, wenn ich Sachen zu Hause zu tun habe, Lego sortieren. Mhm. Eigentlich ist es sortieren und kontrollieren, vervollständigen, deklarieren und vorbereiten, sowas. Mache ich gerne auch. Wenn es dunkel draußen ist, dann ziehe ich die Rollos runter und dann genieße ich die Ruhe, weißt du? Und dann mache ich das gerne. Ich mag den Morgen nicht so gerne, um was zu machen. Du bist so ein ich kann auch morgens gar keinen Sport machen. So ein Morgenmuffel, so? Richtig. Ja? Morgen, ich schlafe gerne morgens. Ja, grundsätzlich. Aber mein Papa, wenn er frei hat, dann ist er halt am Haus. Denn ich sage immer, wenn du Hilfe brauchst, weck mich. Und naja, es ist halt viel Arbeit, die zu zweit, würde ich sagen, einfacher geht. Mhm. Wie heißen diese Holzplatten irgendwo an der Wand oder an der Decke sogar und da so reinklinken und bohren und dann irgendwas halten und Schrauben anreichen. So, dann macht er das alles, nimmt er dann quasi 10 Schrauben im Mund, kann schlecht durch die Nase atmen, atmet dann da irgendwie durch die kleinen Löcher, die er dann noch zwischen den Schrauben in seinem Mund hat, ne? Und ist auch immer, und dann höre ich das irgendwann, werd wach, guck auf die Uhr, ich sag, oh Mann, ey,
dann stehe ich das nächste Mal mit dem Wecker auf, dann kommt er eine Stunde später, ich sage, ja, was soll ich denn alleine machen, ich weiß nicht, was du tust, weißt du? Ja. So, mein Vater ist auch immer, aber das Wichtige ist, dass ich ein gutes Gefühl gebe, dass ich sage, ich wache immer ab, ne, so, ist kein Problem, mach entspannt, dies, das, eins nach dem anderen, ganz locker. Ist ein richtig gutes Projekt. Also ich glaube, mein Papa und ich hatten so noch nie so ein gutes Verhältnis wie jetzt. Ah, schön. Richtig geil. Ja. So gemeinsam fürs Haus, was machen, verschiedene Ideen, wir reden darüber, hierüber, er bringt mir Handwerk bei, was er halt, das hat er, also der ist halt so einer, na, die Generation, er in seiner Jugend war halt wirklich, also damals war auf der Straße richtig was los. Da war halt nicht Internet, viel Fernsehen, dies, das, sondern du wolltest es machen. Mhm. Auf der Straße ging ja. Das Leben. Naja. Und er ist aufgewachsen in einer Gegend, da waren viele Garagen, so. Und dann so eine Sackgasse. Und da war auf der Straße halt immer Leute am Mofa rumgeschraubt. Das hat er quasi dann mit in seinen, ne, das ist seine Jugend halt, mhm. Oder mit ins Erwachsene-Leben genommen. So ein Nebengebäude mit McLean oben. Oder war auch der mal Lego. Und unten Werkstatt. Und der wollte mich immer damit so reinziehen. Aber das war halt die Phase, da sind Eltern uncool. Mhm. Ne, man denkt, da hast du diesen Freundeskreis, deine Homies. Ne, meistens so, ist auch immer ziemlich groß, der Freundeskreis. Also eigentlich hast du 2, 3 richtig gute Freunde. Und der Rest ist so erweiterter Freundeskreis. Aber irgendwie will man trotzdem so viel wie möglich am Start haben. Und ich wollte halt immer mit denen Zeit verbringen. Und ich dachte auch, denn man verbringt ein Leben lang mit denen. Mhm. So, die waren mir so wichtig. Und dann, ja. Und jetzt ist es schön, dass mein Papa quasi das, was ihm so wichtig ist, wo er mich quasi so erreichen will, was ihm wichtig ist, dass er es auch tut. Genau, schön, tatsächlich. Macht richtig Bock. Ist halt, ja, nach und nach. Wir machen ein bisschen hier, ein bisschen da, dann bequatschen wir das nächste Thema. Vielleicht war das ja auch so ein bisschen sein Hintergedanke. Ne? Er hat dich ja so ein bisschen zu diesem Haus gebracht, sag ich es mal, vorsichtig. Mhm. Vielleicht war das ja so ein bisschen auch seine Idee. Ja. Kann ja sein. Nee, war, natürlich, klar, der ist genau, war seine Idee. Und ja, auch er sieht halt, er hat ja, ich in der letzten Wohnung, ich bin halt tatsächlich in den letzten 2 Jahren richtig oft umgezogen. Mhm. Und die letzte Wohnung war halt, na, nicht so eine Wohnung, wo man sich jetzt niederlässt. Mhm. Das ist eher dann so eine Übergangslösung. Ja, eigentlich schon. Es sind also super nette Nachbarn. Ich bin auch mit dem befreundet. Gerade mit ihm sehr. Ist ein mega cooler Typ. Da war ich auch vor ein paar Wochen auf einem Konzert bei Den Mantau. Kann ich sehr empfehlen übrigens. Mhm. Leute, also kennt ihr wahrscheinlich hier im Norden, im Süden nicht. Zieht euch das mal rein. Also wie dieser Hamburger Spruch. Den Mantau. Ja. Denmantau. Ja, ich würde irgendwie Live-Musik von denen mal hören. Also hört euch mal Live-Konzerte an. Das ist natürlich dann auch produziert und bei Spotify dies, das. Ja. Wenn euch das gefällt, könnt ihr es auch gerne da anhören. Aber gerade live, also haben die mich umgehauen. Wahnsinn, das ist so eine Band, wo man denkt, es ist mega unfair, dass die nicht größer sind. Hm. Da war ich halt mit ihm auch mit, richtig entspannt, richtig cooler Typ. Also so einer, ja, mit dem kann ich den ganzen Tag lachen. Ja, aber es ist halt, ja, so im Keller, ist alles gut, ich habe mich da wohlgefühlt auch, Ruhe gehabt, die Stars, aber ich, und jetzt halt, Papa hat mich da quasi dann, ja, durch eine Möglichkeit gegeben, wo ich jetzt quasi, wenn ich heute nach Hause komme, mich abdusche, drehe ich die Musik, also ich mache Rollos runter, drehe die Musik auf volle Pulle, dusch mich heiß ab, sing laut mit, lauf nackt rum, ja. Warte, bis ich trocken bin. Also ich trockne mich natürlich ab, aber lauf da nackt rum, niemanden juckt's. Ja, ja. Weißt du, so dann. Ja, das hat schon Vorteile, ne? So, ja. So ein freistehendes Haus. Voll. Ja. Bisschen, dann mal gucken. Stimmt. Bisschen Laub machen morgen. Mhm. Dann, ja, nächste Woche geht's weiter. Genau, aber warum, was haben wir uns denn schönes, guck mal, wir haben schon 20 Minuten gesabbelt. Ja. Ohne, dass ihr eigentlich wisst, was wir hier, wir haben uns, ein bisschen Hausaufgaben haben wir gemacht. Ja, war ja deine Idee tatsächlich. Ja, ich hatte mir halt überlegt, das magst du ja auch ganz gerne. Ich bin nicht ja der Typ für Hausaufgaben, aber das kam jetzt mal von dir. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe es gemacht, also es hat nicht der Hund gefressen. Ah ja. Schon mal gut, ne? Ja. Ja. Was ich mir manchmal für Bullshit-Ausreden anhören muss. Ah ja, das ist auch witzig, ja. Ja. Ich konnte es nicht machen, ich hatte keine Zeit. Also, Moment, du bist die Generation mit der meisten Zeit, Digga. Was, nee, du hast keine Zeit. Moment, du hattest gerade langes Wochenende und die Hausaufgabe war von Dienstag. Heute ist die Woche drauf Freitag. Also hattest irgendwie 8 Tage, 9 Tage Zeit, das zu machen. Ja. Und die Hausaufgabe, dafür hast du 10 Minuten gebraucht. Ja. Ja, okay, kann ich verstehen. Keine Zeit, alles klar. Ja, ja. Gut ist auch, ich musste Fußball spielen, das ist auch eine schöne Ausrede. Du hast ja mal einer kam morgens zu spät, hast du mal erzählt. Ja. Du sagst, darf ich das erzählen oder ist das? Ja, erzähl.
kommt einer morgens zu spät. Ich sage, also ich weiß auch den Namen auch nicht, ne? Kann ja auch, also wie gesagt, wir sind auch fiktive Charaktere. Wir hören hier sowieso nicht zu. Ist auch ein fiktiv, ja. Wir sind ja auch, also fiktive Charaktere. Es hat tatsächlich, Klaas, Häufer Umlauf, hat das mal ganz witzig erzählt. Er hat mal eine Geschichte erzählt, wo irgendwelche Leute meinten, oh, also seine beiden Homies da, meinten, oh, kannst du das so erzählen? Er meinte, wisst ihr was? Das ist hier Kunst. Ja. Ich bin ein fiktiver Charakter. Alles, was ich erzähle, kann auch eine Geschichte sein. Also das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Bei all meinen Geschichten. Kribbels? Was für Kribbels? Ja, weiß ich auch nicht. Hab noch nie gehört. Meine Tochter hat übrigens nächste Woche Geburtstag. Ja, genau. Nein, das ist wirklich so. Das kann nicht sein, das Thomas. Ist wirklich so. Ich schwöre, ich habe mitgeschrieben dieses Jahr. Kein Scheiß. Jedes Kind von dir, wie viele Kinder hast du denn? Hast du mehrere Töchter? Es gibt zwei Optionen. Drei Optionen. Also entweder ich bin also geistig behindert. Option 1, das ist wahrscheinlich am realistischsten jetzt hier. Vielleicht. Option 2 ist, dass du mehrere Kinder hast, von denen du nichts erzählst, die halt auch einmal im Jahr Geburtstag haben. Option 3 ist, dass die mehrmals im Jahr Geburtstag haben. Ihr seid in irgendeiner Sekte oder was? Was ist los bei euch? Wie oft? Seid ihr Katzen? Nein. Hast du zu viel mit den Wuffels abgehangen? Vielleicht. Nein, also nächste Woche tatsächlich Geburtstag. Es ist kein Scheiß, wirklich nicht. Ja, ich hätte mein Haus, mein neu gewonnenes Haus hätte ich direkt verloren. Ja, aber ja, alles klar. Ja. Welche? Also die ältere? Nee, die jüngere. Ja. Ja. Die wird aber, also, sie überspringt 4 Jahre denn. Hat der viermal Geburtstag gehabt dieses Jahr. Ah, nee, die ist jetzt sozusagen, die war. 11 3/4, weil sie hat ja quasi, ist mit 11 in das, volljährig jetzt. Ja, sie ist mit 11 in das Jahr gestartet, 4 Geburtstage, immer 1/4, und jetzt ist sie quasi, ihr liebt ja Geburtstage feiern, deine Frau feiert, man liebt das ja so, und die sagt immer, ey Thomas, ich will mehr Geburtstage feiern, du musst doch so ein paar da reinschummeln. Naja. Und zur Tochter, die sagt so, pass auf, ne, wir feiern hier 3-4 Mal im Geburtstag im Jahr, ich krieg immer Geschenke, aber ihr so, dürft das nicht erzählen. Mhm. Ich glaube, irgendwas geht da bei euch ab. Ich muss da mal recherchieren tatsächlich. Ja, ich muss mal mit deiner Frau mal reden. Das mal. Das ist, bleibt eigentlich. Genau, also das ist ja echt ein Running Gag. Aber na gut, was wollte ich sagen? Ja, da kommt der Schüler an, zu spät. Und du sagst, hier, bist zu spät, was ist los? Ich hatte gestern anstrengendes Fußballturnier, yo. Mhm. Ja. Ah ja, sorry, alles klar. Ja, denn nee, du musst ja ausschlafen. Ja. Deinen Arm, du musst deine Muskeln regenerieren. Cristiano Ronaldo. Ja. Warst du im Eisbad schon? Soll ich eine Massage? Soll ich einen Physiotherapeuten holen? Da muss man dazu sagen, der kam nicht 3 Minuten zu spät, sondern 2 Stunden. Ja. Also der kam quasi zur 3. Stunde. Klar, morgens noch ein wichtiges Fortnite-Turnier, was er noch gewinnen muss. Das ist auch so ein Ding, ne? Wenn Fortnite gibt es auch immer diese Saison oder wie heißt das? Seasons oder so? Ja, genau, irgendwas ist da. Genau, und das ist immer sehr auffällig. Es gibt immer, wenn so eine neue kommt, dann sind immer manche Schüler krank. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Ja, du hast einen pädagogischen Auftrag. Es gibt Eltern. Ja. Jalla. Wie man bei euch auf der Schule sagt, jalla. Ja, aber das ist ja bei uns alles noch harmlos tatsächlich. Ja, ich weiß, das ist genau. Ich habe auch, wollen wir nicht so viel über Politik reden. Aber haben wir schon über Politik geredet? Nee. Also, nach 23 Minuten, was wir vorhatten, Hausaufgaben. Ja, ich hole mal meine Hausaufgaben raus. Ja, ich dachte mir nämlich... Damit Herr Balzer das kontrollieren kann und aufschreiben kann, dass ich das gemacht genau. habe. Genau. Ich muss das aber mit nach Hause nehmen, einmal kontrollieren in Ruhe. Was ich sagen wollte, ich dachte mir halt, na gut, die tragende Säule, Lars Konrad, jetzt, wenn er das jetzt nicht anhört, muss er richtig grinsen übrigens. Also, die tragende Säule, Lars Konrad, beim Spielwareninvestor, das Logo, sind ja auch so verschiedene Säulen. Ja. Lars, weißt du, was Lars ist? Der Untergrund. Das Weiß, wo alles drauf steht. Erst die Basis. Quasi. Genau. Das Fundament. Antrieb und Schwung. Ja. Also, wenn er nicht da ist, dachte ich mir so, es könnte vielleicht, aber wir flowen richtig gut zusammen auch, by the way. Wir können noch einfach bis Lars kommen, wir jetzt noch eine 3-4 Stunden einfach nur Quatsch erzählen. Ich glaube, das unterhält die Leute auch und vor allem uns. Ja. Ich habe schon Mundschmerzen vom ganzen Grinsen. Entschuldigung, River Cola ziemlich viel Kohlensäure. Also ich dachte mir, wir hatten ja mal vor, einen Filmpodcast zu machen. Werden wir auch noch? Wurden wir in den Kommentaren auch gefragt tatsächlich, ja. Ob der noch kommt? Grundsätzlich ja. Genau. Ich hatte mir überlegt. Wie und wann, müssen wir mal sehen. Ja, aber die Idee ist noch da. Genau. Du bist ja. Und die erste Folge steht, gedanklich steht die auch schon. Genau. Wir haben auch externe Hilfe. Ja. Wirklich nett, auch wie, das ist auch geil, einfach dieses Community, weißt du? Ja. Wie viele Leute, es ist ja jetzt bekannt, dass wir umziehen.
zum Februar, wie viele Leute in den Laden kommen und sagen, ey, ich bin Elektriker, ey, ich habe dies, ich habe da einen Wagen, ich kann da helfen, ne, ich will helfen. Also wenn wir das, genau, also alle, die jetzt hier aus der Gegend kommen, nochmal an der Stelle, also wirklich herzlichen Dank für den ganzen Support. Wir werden ja über so Kanäle, ne, Instagram oder hier oder was weiß ich, werden wir rechtzeitig Bescheid sagen und werden, ja, das ist schön. Ja. Diese Community ist einfach geil. Ja, das stimmt. Deswegen auch dann nochmal, also wie gesagt, wir verraten noch nicht, was für externe Hilfe wir haben, weil erst wenn der Podcast quasi kommt, dann werdet ihr es sehen und dann werden wir auch den Leuten da offiziell danken. Aber wir wollen jetzt auch noch nicht spoilern, was ist so, aber coolen Kram schon. Genau, ja, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, weil du bist wirklich eingespannt im Leben. So. Ja. Und dennoch die ganzen Geburtstage im Jahr. Ja. Thomas, kein Wunder, dass du keine Zeit hast. Jede Woche irgendein Geburtstag von irgendeiner Tochter. Und ja, wir werden das aber machen und ich würde das ganz gerne auch regelmäßig machen. Aber wir haben ja ein großes Team, weißt du? Und wenn ich jetzt irgendwie Lust habe, eine Folge zu machen und du hast wirklich keine Zeit in dieser Woche oder in diesem Monat, könnte ich ja auch mal mit wem anders drüber reden. Ja, absolut. So, ne? Dass du quasi, genau, das vielleicht bin ich da die tragende Säule. Ja, vielleicht. Und auch du hast ja gerade ein bisschen Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes in deinem Leben. Also insofern, es muss sich halt fügen und es muss sich gut anfühlen und wir werden einen Termin finden. Wollen wir uns den Anruf geben, dass wir dieses Jahr noch eine Folge machen? Oh, der Dezember ist schon echt immer krass, okay, stressig, finde ich. Okay, sorry. Außerdem Minifigur des Jahres startet demnächst. Ah ja, das auch. Und da habe ich auch alles zu tun, hast Wahnsinn. Um die Ohren. Wurden wir auch, vielleicht sage ich dazu nochmal ganz schnell, was am 28. November, das ist also in nicht mal mehr zwei Wochen, starten wir mit der Minifigur des Jahres. Wird natürlich vorher nochmal einen kleinen Artikel geben mit, wie der Ablauf ist und so. Also da könnt ihr dann mal auf dem Spieler und Investor gucken. Wahrscheinlich so das Wochenende davor. Freitag, Samstag wird irgendwie ein Artikel online gehen mit den Terminen und wie der Ablauf ist. Und Gewinnspiel haben wir dieses Jahr auch wieder dabei. Diesmal wieder sehr interessante Preise, finde ich tatsächlich. Und auch diesmal für den Zweitplatzierten, haben wir gesagt, hauen wir auch einen Preis raus. Findet ihr dann alles. Haben tolle Sponsoren wieder gefunden. Nicht nur geil. Brick Merch. Ja. Deine Lego-Suchmaschine Nummer 1. Ja, die ja auch diesen World Podcast, Wide Web. Auch diesen Podcast hier sponsoren. Ja. Nochmal schön. Mega sympathisch. Ich habe jetzt erst ihn aktiv so wahrgenommen. Ne, auch mir mal Zeit gelassen, mal so. Also ich kenne ja die Seite natürlich in- und auswendig. So, ja? Ja, benutze ich täglich. Ja, ich kann es gar nicht. Also, wirklich kein Scheiß. Benutze ich wirklich jeden Tag. Ich auch tatsächlich. Ja. Und egal ob privat oder beruflich, so, also Nonplusultra, die beste, mit Abstand, aber jetzt auch quasi privat, so die Art und Weise, wie er ist, er ist einfach, ist mega nett. Es ist so einer, ich sehe, also er spricht drei Sätze und ich weiß direkt, ah, das ist angenehm. Ja. Kennst du sowas, wo man denkt, ach, dass er mir so Hörspiele vorliest. Er hat so eine ruhige Art, ne? Mag ich auch. Ja, Thomas, also wenn du ein bisschen Zeit hast, magst du vielleicht Herr der Ringe komplett einmal für mich vertonen. Auch mit Effekten und verschiedene Akzente und Dialekte. Könntest du mir das bitte einmal schicken? Macht er bestimmt. Zu Weihnachten wäre es schön, ja. Macht er bestimmt. Wie er Gollum nachmacht, wäre bestimmt cool. Das ist schon, ja, das ist schwierig. Ja, ist ja mittlerweile, kann man das. Ja. Genau, und wir dachten uns denn, Nachfrage ist da, schön, es kommt auf jeden Fall auch, denn es wird starten, wahrscheinlich dann im neuen Jahr und dann wahrscheinlich auch regelmäßig. Aber wir haben heute so einen kleinen Schmankerl mitgebracht. Ja, einen kleinen Vorgeschmack könnte man sagen. Wir haben ja schon mal Filme gemacht. Genau, und zwar haben wir gesagt. Da hat sich Lars Vater sehr drüber gefreut. Ja, genau, also wir werden jetzt, guck mal, eine halbe Stunde habt ihr schon mal so ein bisschen gemixten Talk gehört mit so ein bisschen. Film hatten wir auch dabei. Jetzt werden wir über Serien reden. Ja. Wir hatten nämlich mal, fanden einige sehr gut, einige nicht so gut. So ist das in dem Podcast. Also, wie gesagt, breites Spektrum. Wir haben hier die News der Woche, Investment, also 8 verschiedene, glaube ich, Themenbereiche. Sucht euch einfach raus, was euch gefällt. Das, was ihr nicht mögt, könnt ihr entweder überspringen oder komplett skippen, wie ihr möchtet. Ihr seid freie Menschen alle. Wir bieten Content, kostenlos. So. Ja. Gern geschehen. Wir haben mal über 5, wir haben 5 Filme mitgebracht, nicht unsere 5 Lieblingsfilme, ne? Serien. Nee, damals. Ach so, haben damals. Wir über 5 Filme geredet, die jetzt nicht unsere absoluten 5 Lieblingsfilme. Nee, aber 5 Filme, von denen wir gesagt haben, die sollte man gesehen haben.
So, also genau. Sehenswerte Filme. Und sehenswerte Filme. Genau, warum? Und warum wir das so sehen? Ja. Ja. Und was liegt jetzt auf der Hand, wenn wir Filme abgearbeitet haben? Serien. Serien. Ja. Genau. Wir Theaterstücke machen wir nicht. Genau. Also wir müssen es ja vielleicht auch nicht ganz so ausführlich machen wie beim letzten Mal. Aber zumindest, das jetzt ist ja die dunkle Jahreszeit auch, ne? Ja. Also es, magst du die eigentlich? Also was mich nervt, ist, ich laufe ja gerne. Ja. Und ich merke so, 16 Uhr ist stockduster. Ja. Da habe ich keinen Bock mehr zu laufen. Ah, ja. Das heißt, ich habe immer nur so ein, also das Zeitfenster wird immer kleiner. Ja. Und das nervt irgendwie so, ne? Hab ich gar nicht dran gedacht. Mhm. Du, also Zeit, und ist denn sowas wie ein Laufband oder Fitnessstudio irgendwas für dich? Gar nichts, ne? Ich hatte mal so ein Ergometer. Fahrradfahren? Nee, auch nicht so. Dann mit so einer Kopftaschenlampe. Ja, ich bin auch schon mit Kopftaschenlampe laufen gegangen. Ja. Es geht auch alles irgendwie, ja, aber es ist nicht so richtig nicht geil. Nicht so geil. Nee, du willst auch gucken, ne? Ja, und ich laufe ja gerne da, wo keiner ist, also irgendwie im Wald oder auf dem Feldweg oder so. Gruselig. Ja, und das ist echt gruselig dann im Dunkeln, also nee. Das muss ich nicht. Nee, bloß nicht. Ja, also, was machst du denn jetzt? Früher laufen einfach? Kinder, wir haben früher Schluss. Ja, tatsächlich, also habe ich das gerade so ein bisschen aufs Wochenende verlegt, dass ich dann irgendwie samstags, sonntags laufen gehe und in der Woche halt irgendwie so, wie es halbwegs passt. Aber ich laufe im Moment auch definitiv zu wenig. Oder einfach dann viel innerorts? Mag ich nicht so gern. An den Straßen. Muss einen Kompromiss finden. Wenn da die Autos an mir vorbeirauschen, das mag ich nicht so gern. Es gibt ja auch, so, ihr wohnst ja in einem Wohngebiet, ist nicht so dicht befahren. Oh, täuscht dich nicht. Ja? Okay. Ja, wir haben da eine Hauptstraße direkt um die Ecke, da ist immer. Ja, aber es gibt ja trotzdem Möglichkeiten. Du könntest ja irgendwo hinfahren. Ja, weil du meinst jetzt wegen Laternenlicht und ja, so. Ja, irgendwie so. Nee. Also, Wilschenbruch? Ja, genau, ist ja auch stockduster. Ja, ist nicht. Nein, Wald. Ich meine jetzt so. Nein, du weißt, was ich meine. Du musst gucken. Du findest schon eine Lösung. Ja, ja. Aber nicht laufen das, gehen will ich nicht hören. Nee, ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Also ich. Genau, aber im Moment eher so, ich würde mal sagen, ein bis zweimal die Woche und normalerweise eher so zwei bis dreimal die Woche. Also das gerade ein bisschen. Aber ich habe ja auch mit Fußballtraining gerade viel um die Ohren. Das kommt auch noch dazu. Heute haben wir Haue gekriegt. Ja, die erste. 8-0. Ja, naja, es. Ist auch eine, ist auch wichtig, finde ich, pädagogisch, ja. dass man auch aus. Ich musste aber auch auf 9 Spielerinnen verzichten, tatsächlich heute. Auf 9? Ja, 9, also fast die halbe Mannschaft. Die haben keinen Bock gehabt schon vor. Nee, viele krank und ich habe so ein paar in meinen Mädels, die machen dann noch einen anderen Sport parallel und die hatten heute einen ganz wichtigen Vorentscheid, Landesvorentscheid. Was denn für ein Sport? Leichtathletik. Noch? Ah ja. Und die hatten heute so einen ganz wichtigen Landesvorentscheid. Das ist schlechtes Timing. Musste ich auf 3. Musst du strategisch vorgehen und irgendwie verschieben. Ja. Ja. Irgendwie sagen ja, hier. Heute ging es um nichts, deshalb, wir haben gegen unsere erste gespielt, die sind ein Jahr älter als wir. Ja. Bei den Mädchen sind immer 2 Jahrgänge in einer Staffel und da wusste ich. Bei Männern auch, glaube ich. Eigentlich nicht unbedingt, aber. Als ich aufgewachsen bin, war das so. Also wir haben auf jeden Fall, mir war klar, dass wir, das wird eine Lehrstunde so, ne? Und ja, ist auch, wie gesagt, ist auch eine Lehrstunde. Ja, also man lernt auch was draus. Ich finde das auch wichtig, dass man auf den Sack kriegt. Mit dem Frust umgehen. Ja, gehört halt dazu. Genau. Ja. Aber man kann eben das auch erklären, ne? Du kannst eben sagen, die sind alle ein Jahr älter. Nächstes Jahr rasiert ihr die. Ja, die sind ja immer noch ein Jahr älter als wir. Aber ja, aber seid ihr nicht in anderen, steigen die nicht in andere Klassen? Genau, ja, dann sind wir in unserer Liga die Älteren. Ja, genau. Dann rasiert ihr alle. Ja, dann sind wir, genau. Aber wir sind auch aktuell so Zweiter in der Liga, insofern sind wir ganz zufrieden, so wie es läuft. Ja. So, jetzt haben wir Serien, ne? Genau, wir haben jeder 5 Serien mitgebracht, die nicht unbedingt unsere Lieblingsserien sind, weil da haben wir halt so, also bei mir wäre halt Mainstream-Kram dabei. Ja, ich habe auch ein bisschen Mainstream dabei. Ich auch. Aber ja. Ich habe nichts, also ich habe so einen guten Mittelweg gewählt. Also es gibt wahrscheinlich einige richtige Film-Nerds. Mhm. Einer ist auch tatsächlich ein Kunde, der war ein paar Mal im Laden, ist wirklich sehr nett. Ist aber nicht der Falk, der heute da war, ne? Nee, der ist auch sehr nett. Der war auch sehr nett. Ja, aus Chile. Auch sehr nett. Was ist jetzt hier? Instagram will wieder. Ich muss mal ganz kurz einmal schauen, wie der heißt, weil ich sag einmal. Bei Instagram, Movie Watchdog, alles klein zusammengeschrieben. Ich weiß seinen Vornamen nicht, sehr sympathisch. War 2, 3 Mal im Laden, postet jeden Tag ein paar Mal was, ist richtiger Film-Nerd. Mhm. Der, also du brauchst nicht zuhören, du hast alles, was wir. Ja. Du hast alles schon. Der postet halt so Sachen, so richtig Special Interest auch, ne? Wo man so. Das halt, aber da hast du auch Schätze dabei, so richtige, wo man denkt, oh, habe ich noch nie was von gehört, dann guckt man den, sitzt sich Wahnsinn. Ich habe einen Mittelweg gewählt. Ich habe jetzt nicht den krassesten Mainstream, also nicht sowas wie Game of Thrones und Breaking Bad, das kennen die meisten, sondern schon Serien, die eigentlich einigen, also die bekannt sind, aber schon so ein bisschen Geheimtipp-mäßig. Mhm.
Und du, wie bist du an die Hausaufgaben rangegangen? Sowohl als auch. Ah ja, also du hast einen Mix gewählt quasi. Ja, genau. Schön. Ich glaube, Sachen, die viele kennen, aber auch Sachen, die vielleicht ein bisschen unterm Radar sind. Und dann kann sich jeder das rausgreifen. Hast du irgendeine Reihenfolge gewählt? Nee. Einfach einen wilden Mix. Ja. Machen wir Schnickerschnuck, wer anfängt? Fang an. Nee, Schnickerschnuck, komm, lass spielen. Okay. Aber ohne Brunnen. Ohne Brunnen, okay. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere, du hast Schere gewählt, ich habe Papier gewählt. Dann fängst du an. Nee, du hast gewonnen. Ja, du entscheidest, dich anfangen. Aussuchen. Ja. Okay, meine Damen und Herren, dann muss ich meine Notiz-App öffnen. Tatsächlich, habe ich. Notizblock. BSS. Abkürzung für? Backstreet Boys. Ach nee, das war BSB. Brickside Stories. Tatsächlich, ich habe es auch schon mal erwähnt, aber noch nicht im Detail besprochen. Das ist tatsächlich das Beste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Und eine der besten Sachen, die ich grundsätzlich gesehen habe. Das war, es gibt ja Sachen, die catchen einen, ne, wo man denkt, oh cool, und man freut sich weiterzuschauen. Es gibt vieles, was man guckt und hat nicht so sehr Interesse. Es gibt auch ein paar Sachen, wo man mehrere Anläufe braucht, irgendwie einen gewissen Punkt überwunden hat. Bei mir war das bei Game of Thrones so zum Beispiel. Oh ja, habe ich zweimal angefangen. Ja. Bevor ich es dann weitergeguckt habe. Genau. Ich finde, die aber haben auch den Fehler gemacht, dass sie am Anfang viel zu krass hohen Fantasy-Anteil haben. Es geht da los mit diesem weißen Wanderern und dann gleich mit Drachen, wo man denkt, boah, es ist ja. Aber dann ist eigentlich Mittelalter-Style so, mit so ein paar. Ja, und viel nackte Haut und viel Gewalt. Genau, aber das sieht man am Anfang halt, also, ne? Also ich habe die erste Staffel mich so ein bisschen durchgequält und am Staffelfinale, ich will nicht spoilern, falls ihr es noch nicht gesehen habt, aber das ist halt ein krasser Moment, wo ich dachte, ah, okay, jetzt habt ihr mich. Ja. So. Bei der Serie, die ich jetzt meine, die hat mich so krass gecatcht, dass ich gesagt habe, es gibt nur eine Staffel, 10 Folgen, glaube ich, 45 Minuten oder so, also ne, kann man ganz gut gucken, in der Woche geschaut oder so, und ich dachte, Lars ist da! Ah, Larsi! Wir fangen gerade an, über Serien zu reden. Ja, dein Lieblingsthema. Ihr seid damit durch. Nee, wir haben eine halbe Stunde Smalltalk gemacht. Moin! Wie siehst du denn aus? Wartet ihr schon lange? Nee, wir haben Spaß hier tatsächlich. Ach, guck mal, ich hab dir da was hingelegt, das passt zu deiner Jacke. Das liegt da vorne, hab ich schon gesehen. Passt zu deiner Jacke. So. Ja. Tja, jetzt entscheidet der Chef. Reden wir jetzt jeder über 5 Serien? Nein. Ja, von mir aus. Wir machen ein bisschen schnell. Ich bin heute nur Gast. Wir machen schnell. Wir machen das für dich. Ja. Irgendwas mit? Du hast den kaputten Kopfhörer. Und zwar, bei der Serie, habe ich halt gesagt, ich müsste jetzt eigentlich ins Bett gehen. Ne? Okay, reicht. Ja. Also, jetzt sind wir gekommen. Wir waren richtig in so einem alles wieder dahin. Ja, alles ist wieder Quatsch. Ja. Quatsch mit Soße. Ist mir auch unangenehm, jetzt darüber zu reden. Mit dir, mit Thomas ist es ganz natürlich so, aber jetzt ist Lars da, ich denke mir so, das finde ich das so unangenehm gerade. Ja, wenn du jetzt so hier Schauspieler und nein, wir gehen nicht so, wir erzählen einfach nur, worum wir es gucken müssen. Also, eine Serie, Lars. Ich habe darüber geredet, dass die, es gibt. Weißt du übrigens immer noch nicht, welche es ist? Er redet die ganze Zeit. Okay, aber ja, ich werde es direkt wissen, sag mal. Nein, weißt du nicht. Ich habe gesagt, es gibt Serien, die findet man ganz gut. Es gibt einige, die guckt man aus Entertainment-Gründen halt häufiger. Einige catchen halt überhaupt nicht. Einige muss man bis zum gewissen Punkt gucken, damit die einen catchen. Ja. Die ich jetzt geguckt habe, hat mich von Folge 1 sowas von gecatcht, dass ich gesagt habe, ich kann nicht aufhören zu gucken. Ich sage, ich müsste jetzt ins Bett gehen, ich muss morgen früh aufstehen. Ich sage, ich kann nicht aufhören. Noch eine Folge, noch eine Folge. So, ist mir egal, ich stehe morgen früh auf. Ich kann nicht aufhören zu gucken. Auf Netflix gibt's die zu gucken, Blue Eye Samurai. Animiert oder gezeichnet. Es ist, ja. Ich hatte das gar nicht übrigens. Habt ihr auch angefangen? Nee, ja. Also ich null, hat mich null. Null? Nee. Ja, du daddelst auch am Handy rum nebenbei. So ja, viele Reels, wie du mir mal schickst. Ich bin aber nicht so der Manga-Freund. Das ist auch mein Thema tatsächlich. Ja, man muss, das ist natürlich eine gewisse Affinität dazu haben. Wenn man das bejahen kann, ist es, also ich hab das dieses Jahr keine 10 gegeben, die ich so eindeutig vergeben habe. Nicht mal bei irgendeiner Frau. Das ist das Schönste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Also, auf alles bezogen. Lego-Sets und Frauen und was weiß ich. So gut fandst du die Serie? Ja, die Serie fand ich so ästhetisch super. Also, hat mich sehr, sehr gut, also sehr, sehr, sehr gut. Ich habe halt keinen, ich habe auch keinen Vergleich so, ne? Also, ich habe Mila Superstar, zählt das? Nee. Mila kann fliegen. Kann die Kekes, die Schafe, das ist ein Witz dagegen. Das ist ja...
Ja, die Sonne über dem Fujiyama. Mila ist 12 Jahre alt und wohnt im fernen Japan. Kuller Augen, Pferdeschwanz, der Kopf voll Fantasie. Wir haben auch gerade gesungen übrigens. Damals war sie krank und schwach. Das ist jetzt vorbei. Jetzt ist sie ein Volley-Ass und ein kleines Wunder. Wunder, Wunder. Reicht. Ja. Nee, Mila ist schon. Mila war auch hot. Mila ist Welt. Ja, aber guck die einfach, glaub mir, dank mir später, alles klar. Wir müssen ein bisschen schnell machen, Lars will über seinen nee, ich will gar nicht, ich lass mich hier gerade treiben. Hast du noch so eine Gefällt dir dein neuer Platz hier überhaupt? Ist okay, schön, man hat eine bessere Übersicht, man sieht den Müll nicht so. Wir können auch wieder tauschen, wenn du willst. Nö, finde ich gut hier. Ne? Okay, gut. Thomas, was hast du uns mitgebracht? Genau, also ich mache jetzt irgendwas, ne? Ja, klar. Ich habe eine Serie mitgebracht, die glaube ich, weiß nicht, ob ihr macht echt so einen scheiß Film-Podcast hier. Nein, wir haben eine halbe Stunde über. Hör dir die erste halbe Stunde an, Lars. Habt ihr schon irgendwas über Lego geredet oder so? Nee, kommen wir noch zu. Habt ihr schon unseren Werbepartner erwähnt oder muss ich sagen? Ja, klar. Hallo, für Thomas haben wir schon. Genau. Eine Serie, die du vielleicht nicht kennst, aber die ich super gut fand von 2011. Es gab, glaube ich, 5 Staffeln, 106 Folgen. James Caviezel spielt eine der Hauptrollen. Kennt man aus der Passion Christi. Ja, ich weiß. Wie Catweasel. Und hier Sound of Silence. Ja, und ich weiß. Also super gut. Ja. Und es geht um KI und Überwachung und eine Serie, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, die müsste ich eigentlich noch mal wieder gucken. Weißt du, ich habe das ganz selten, dass ich eine Serie sehe und dann ein paar Jahre später denke, das müsstest du eigentlich noch ein zweites Mal gucken. Ja. Die Serie heißt Person of Interest. Ach so. Kennst du? Habe ich von gehört, habe ich noch nicht gesehen. Ist wirklich gut. Ja? Ist wirklich gut. Weil 5 Staffeln gibt's nur? Ich glaube, es sind nur 5. Kann man gut snacken. Und es ist halt super intelligent gemacht. Es ist von hier J.J. Abrams produziert und so. Also so die üblichen Verdächtigen, die dahinter stecken. Da spielt auch dieser eine von Lost mit hier. Wie heißt der? Ich weiß. Dieser Michael Emerson. Guter Charakter, der hat so eine angenehme Gesicht, also so einen guten Ausdruck. Ist insgesamt ein guter Cast, muss ich sagen, und hat viele Wendungen und viele Serien, und wo du gerade von Game of Thrones ja auch gesprochen hast, scheitern einfach am Finale. Ja. Viele Serien haben einfach ein total schwaches Finale. Lost. Ja, zum Beispiel. Und Person of Interest. Game of Thrones auch. Ja, sag ich ja. Siehst du, der Experte, endlich ist der Experte. Expertenrunde hier. Und ich finde, Person of Interest hat ein richtig gutes Finale. Ah, das ist schön. Also man ist richtig zufrieden am Ende. So. Tatsächlich. Das habe ich ganz selten, dass ich mir eine Serie denke, Serie und ja toll, das war's jetzt. Sondern das war wirklich so, ja passt. Passt alles, ne? Ja. Super. Kann ich empfehlen, Person of Interest, wer es noch nicht gesehen hat, kann man hier und da streamen, Join und Amazon Prime und so. Also wirklich gut. Genau, super. Kannst du mit, also das nehme ich auf jeden Fall mit. Entweder schickst du mir das, machst einen Screenshot, wahrscheinlich werde ich es vergessen. Ich habe was, ist bekannt, relativ bekannt, und jede Staffel ist anders. Wie nennt sich das, wenn quasi jede Staffel eine eigene Geschichte erzählt? Ach, sowas. Wirr. Nee, anthropologisch irgendwas. Sowas wie bei True Detective. Ich meine True Detective, ja. Nein, echt? Ja, Staffel 1 aber nur. Nur Staffel 1. Ist das die mit hier, wie heißt er? Matthew McConaughey. McConaughey. Ja. Okay. Und Woody Harrelson. Ja. Also, gutes Paar. Woody Harrelson ist mega gut. Ich finde ihn. Der hat bei Star Wars auch schon mitgespielt. Weißt du, auch schon. Bei Solo. Ja. Und weißt du, womit der groß geworden ist? Mit einer Serie, die ich als Kind wirklich viel gesehen habe. Star Trek? Nein, Cheers. Der hat bei Cheers einen geistig benachteiligten Barkeeper gespielt. Irgendwie. Aber ganz dunkel. Also ich kann mich an den Schriftzug erinnern. Ich weiß, wie das aussieht. Cheers, mega erfolgreich. Eine der erfolgreichsten Sitcoms überhaupt. Ich kann mich nicht, ich weiß gerade keine Einzelheiten mehr. Mit Ted Danson und so. Also mega erfolgreich. Ich bin zu jung. Ist so ein 80er-Jahre-Ding, aber da war ich halt noch tot. Also, was heißt tot? Noch nicht geboren. Ja. Unlebendig war ich da noch. Also ich habe übrigens neulich, wo du das gerade sagst, die Wahrscheinlichkeit. Da war ich noch im Hodensack von meinem Papa. Die Wahrscheinlichkeit, als Mensch zu existieren, ich habe neulich eine Zahl gehört, die ist Wahnsinn. Du müsstest irgendwie so und so viel Milliarden Mal nacheinander den Jackpot knacken im Lotto. Ja. Es ist so krass. Also wir sind alle einander. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich hoch, dass man irgendwo, also nicht despektierlich gemeint, in einem Slum irgendwo in Indien aufwächst. Ja. Also, wenn ihr jetzt durch die Zahl, hört auf rumzujammern, Leute. Echt jetzt? Ihr Mitteleuropäer, hört auf zu jammern, bitte. Wir haben relativ leichten Schwierigkeitsgrad hier, auf dem wir das Spiel Erde spielen.
Geht ja. Schlimmer, tatsächlich. Ja, so ein Inder hat mir gerade erzählt, er ist ganz froh, dass er in Deutschland geboren ist. Ja. Ja. Das war wirklich, hat er gesagt. Also hast du Staffel 1 geschaut, Thomas? True Detective? Tatsächlich, ja. Ja. Aber die anderen auch nicht so mehr. Dann. Die anderen sind nicht gut. Ich habe denen eine Chance gegeben. Aber das ist auch bei Fargo, finde ich, auch ein bisschen, ja. Die Staffeln sind auch sehr unterschiedlich, ja. Finde ich, von der Qualität her. Deswegen, man kann die Serie eigentlich nicht an sich bewerten. Ich gucke euch an und frag mich die ganze Zeit, was bei euch anders gewachsen ist als bei mir. Ich verstehe kein Wort und es interessiert mich einen Scheiß. Okay. Siehst du, der zieht einen wieder runter hier. Nein, pass auf. Ich staune. Ja. Auch. Und denke so, wie kann man sich das alles merken? Er sagt hier, ja, der Regisseur das und dann, ach hier, wie bei Fargo. Ja gut, habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nichts. Vielleicht habe ich das sogar schon mal geguckt. Ich gucke einen Film. Das ist schon mal gut. Und dann unterhält der mich oder auch eine Serie, eine gewisse Zeit und dann ist vorbei. Dann ist das nächste Reel da mit irgendeinem. Nee, aber auch als es noch keine Reels gab, ich hab das nicht, was ihr. Ich wette, du hast bestimmt 200.000 StudiVZ-Gruppen. Wisst ihr noch StudiVZ-Gruppen, wo ihr drin wart? Ja. Komm weg von die Regale, du Arsch. Ja, ich glaube, da war ich. Jacqueline, komm weg von die Regale, du Arsch. Ich habe mit drei Leuten aus meiner Freundesliste geschlafen. Ja. Da war ich drin. Ich stehe auf Frauen mit Turnschuhen. Und da war ich noch ich renne beim Zähneputzen in der Gegend rum. In der Gruppe war ich. Kommt man da eigentlich noch, kann man sich da anmelden? Passwort zurücksetzen? Nein, gibt's, glaube ich, alles nicht mehr. Es gab dann irgendwann mein VZ und dann ist es, glaube ich, auch kaputt gegangen. Ah ja, schade. Das gibt's alles nicht mehr. Ja. Wolltest du noch was sagen zu True Detective? Ja, ihr kennt wahrscheinlich die Serie, nur die erste Staffel ist gut. Es ist wie ein langer Film, eine fortlaufende Geschichte. Ein sehr, sehr spannender, sehr guter Kriminalfall. Ja. Wenn ihr ganz gut und Englisch. Ein Fall? Ja. Und hochkarätig besetzt. Ja, und sehr gut inszeniert. Ja. Wenn ihr Englisch könnt, einigermaßen gut, schaut es bitte im Original. Mhm. Ich habe das, ich weiß gar nicht warum, gemacht. Manchmal habe ich so einen Flow, da denke ich, ich mache das. Ich mag Woody Harrelsons Stimme halt. Von Matthew McConaughey. Ich mag seine Originalstimme. McConaughey heißt er. Und es ist halt ein sehr, sehr, sehr guter Fall, wie sie. Ich will nicht zu viel verraten. Wenn ihr Interesse daran habt. Mit der Nase, ne? Nase hat er ja. Von auch ihre Braut, ihr Vater. Interstellar. Braut, ihr Vater und ich, der? Interstellar. Nee. Aber wo er spielt da auch, der spielt da den. Ja, den mit der Nase, den Blonden. Das ist Owen Wilson. Ach ja. Ja. Wen aber meine ich ist denn? Ähnlich. Ah ja, doch, ja. Ach ja, ihr meint den von Interstellar. Wolf Street. Wie oft wickst du? So. Ja. Dreimal. Ja. Direkt morgens nach dem Aufstehen. Nicht, weil ich Lust habe, damit ich nicht verrückt werde. Ja, genau. Einfach so, um nicht verrückt zu werden. Ja. Sehr gut, ja genau. Ne, weiß ja, den kennst du ja. Den ja, genau, schaut es euch an. Sehr, sehr gut. Einer der, ja, ich, genau. Dann mache ich weiter mit einer Serie, die Lars auch kennt. Alf oder was? Nee. Ted Lasso. Ja. Wusste ich, dass die kommt von dir. Da habe ich nämlich auch Fragen an euch beide. Sehr, sehr gut. Ist Wohlfühlfernsehen einfach. Ja. Genau, ich habe jetzt. Ja. Also genau, ich wusste, dass es kommt auch, schön, super. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, die Aufgabe 1b auch beantwortet. Vierte Staffel soll kommen, habe ich gehört. Ich habe, ja die wird, die ist ja auf IMDb, hat es eine 8,8 oder so. Ah ja, 8,8. Hat sie echt, ne? Ja, ich Wahnsinn, guck mal. Ja. Lars, ich habe tatsächlich, ich weiß den Bewertungsdurchschnitt. Ich weiß nicht mal, na ja, gut. Ich habe Apple Plus nämlich die ganze Zeit laufen noch. Ja, guck das. Und das musst du wirklich gucken. Ja, ich habe, witzig, ich habe die erste halbe Staffel geschaut. Eigentlich finde ich es gut, aber es hat mich nicht weiterhin so gecatcht. Aber es ist sehr, sehr gut weiterhin einfach, ne? Ja, also ich weiß gar nicht, ab wann das denn auch so ein bisschen tiefer wird. Am Anfang ist es überwiegt sehr der Klamauk, finde ich. Du lernst aber jeden Charakter ja ein bisschen tiefer, also jeden. Und merkst auch Ted Lasso, der hat ja auch so depressive Phasen und so weiter. Ja, und Angststörungen. Dann und dieser, so, ne? Den man am Anfang total... Dieser Arschloch-Co-Trainer, den man am Anfang total erst irgendwie dauert. Dieser Zeugwart erst. Ja, also der macht, jeder Charakter macht da... Okay, und diese Frau, die so auch Coach, so... Coach Beard. Diese böse Frau. Also für mich... Ja. Welche böse Frau? Ja, am Anfang ist auch diese die Ownerin. Die Managerin da. Die ist doch nicht böse. Die will doch einfach, die hat doch einen Plan. Die hat doch auch den Grand Prix moderiert, oder?
Ja. Ja, die richtig. War das nämlich. Ja. In echt oder auch ja, in der Serie? In echt. Nein, den Eurovision Song Contest. Ja, den letzten. Ach ja? Ja, ja. Ja. Also die Schauspielerin, ja. Hm. Okay, also ja gut. Ich habe Apple Plus läuft noch bis 5.12. Ich schau mal weiter rein. Also das ist einfach wirklich eine Serie, die kannst du so laufen lassen und die macht dir ein gutes Gefühl. Das ist ja genau, ich, da kannst du ruhig die, auch mal kurz ja. abwesend, also du musst ja. jetzt nicht da ja. Am Dialog kleben, das ist... Aber die Charaktere sind halt spannend gezeichnet und auch ein paar verrückte Charaktere dabei, ja. so, das ist so... Der, ich finde, Ted Lasso hat in Dreiviertel der Zeit sowas von Ned Flanders. So dilly dilly do. Ja, so ein bisschen, der so. Kennt ihr Modern Family? Ja. So ein bisschen wie der Hauptdarsteller. Ja. Keine Ahnung. Phil Dunphy. Mhm. So ein bisschen dümmlich halt, aber. Der wird ja auch deshalb geholt, ne? Ja. Weil er eigentlich ein Versager ist. So. Das ist ja eigentlich der Aufhänger der Serie. Ja, genau, also, das habe ich schon. Ja, er soll ja dieses Fußballteam eigentlich. Er soll ja scheitern. Ja. Ja. Und. Okay, gut. Ja, also das mal so als Tipp, wenn ihr was für die grauen. Wintertage jetzt braucht. Bin ja wirklich mal viral gegangen damit, ne? Mit dem Belief. Ja. Also wirklich, also weltweit viral ja. mit diesem Foto. Ja. Du hast welche auch nie vergessen. Nee, das hängt bei dir echt, ja auch. Ja, ich habe von der deutschen Presseagentur ein Foto mir gekauft dann auch und ausgedruckt. Das hängt bei mir im Familienzimmer. Ja, Belief. Ich weiß noch, hinter mir eine Argentinierin tippt mir auf die Schulter. You're famous. Und dann ihr Bruder aus Argentinien hat ihr gerade und überall, es war ja. Kickersportschau, überall. Also ist doch schön. Ja, es war echt cool. Das fand ich gut. Ja, ist doch, also genau, also ein schöne Idee hattest du ja, da. Ja, war gut. Gut. So, dass die Leute haben es gepeilt. Hat nur nichts gebracht auch, ne? Immer noch zwei. Nee. Ja, aber ach, das fing gut passt an. Ja auch irgendwie zum Team. Die haben es ja auch oft nicht gepackt. Ja. Also in der Serie jetzt, Spoiler. Also daher. Wir brauchen Ted Lasso als Trainer. Ja, schlimmer kann es nicht werden. Also. Als Owner. Ganz ehrlich. Ich habe auch eine 10 von 10. Mhm. Auch eine, also eindeutig vergebene, führt keinen Weg dran vorbei. Auch eine der am besten bewerteten Serien bei IMDb. Ist trotzdem nicht so bekannt, weil nur exklusiv HBO bei ja, Sky oder Wow oder wie es ändert ja auch alle paar Minuten den Namen, wie Lego irgendwelche Themenbereiche. So, das macht Premiere auch. Ja, aber die ändern nicht den Namen, das heißt Sky. Nee, das heißt Wow. Nein. Wow ist die Billigversion von Sky, glaube ich. Nee, ist das gleiche, hast den gleichen Zugriff. Nein. Doch. Mhm. Wow ist Sky Go. Ich habe das nie durchschaut, ehrlich gesagt. Ich glaube, Wow. Siehst du, hat die Verwirrung gestiftet, wow funktioniert. Wow kauft, glaube ich, bei Sky ein und also irgendwie so eine Billigvariante. Das ist nicht. So wie, kennst du Rewe? Ja. Und Wow ist Penny. Ach so. Ja. Erzähl also es gibt nicht so viel da, ist ein bisschen günstiger. Penny hat ganz viele Süßigkeiten ja, übrigens. Also aber nicht so viel wie Rewe. Rewe hat halt einfach noch mehr anderen Kram. Ja. Penny hat 50% mehr Süßigkeiten. So ja. ist das irgendwie. Okay, auf jeden Fall gibt es das da halt zu gucken. Nur, auch nirgendwo anders bisher, ist Tschernobyl. Hm. Bekannter Name, sag uns was. Ihr seid, also du kannst, guck mal, ich kann sowas gar nicht gucken. Das ist nicht so krass nicht. Schlimm. Nee? Das ist einfach... Ich finde... Naja, was heißt nicht krass schlimm? Also nicht so... Also wenn du die Serie gesehen hast, hältst du... Hast du das auch geguckt? Ja. Ihr seid so gleich, was das angeht. Das ist Wahnsinn. Na, ich glaube, viele haben es geschaut auch. Das ist einfach gut. Hallo, meine Frau steht auf sowas. Ja, die steht auf so Katastrophen und so. Und Serienkiller. Ganz entspannt. Aber auch auf Kindergeburtstag. Thomas geheiratet hat. Ja. Genau, weil ich die Katastrophe... Die Katastrophale... Oder der Serienkiller. Nee, er ist ein katastrophaler Serienkiller. Ja. Deswegen... Nein, also das ist ein witziger Folgentitel. Also wenn du das geguckt hast, ne, wenn du Tschernobyl geguckt hast und dann hörst, dass irgendwie hier bestimmte Parteien in Deutschland irgendwie darüber sprechen, dass wir doch die AKWs wieder ans Netz bringen sollten, ne? Mhm. Also muss ich sagen, wenn du das gesehen hast, hältst du das nicht mehr für eine wirklich gute Idee. Ja, ist auch ein komplexes Thema wahrscheinlich. Aber lass mir Politik. Ja. Genau. Apropos, kann ich was Witziges erzählen, wo ihr das gerade sagt? Ja. Ich habe eine Werbeanfrage bekommen. Für diesen Podcast. Mhm. Für genau dieses Format oder? Für einen Podcast. Ja. Von der SPD. Ich so. Okay. Hä? Wie? Warte mal, Moment. Da will ich aber gemeinsam. Ich sag, wie? Also über die Agentur, ne? Angerufen, die fragen dann. Ich so, ja, ich muss auch nicht. Ich sag, nee, Moment mal. Und dann war ich neugierig, ne? Ich sag, okay, pass auf.
das kann ja, es ist ja lokal, macht es ja keinen Sinn. Also kann ja nicht Niedersachsen, Hamburg interessiert ja keine Sau. Also es geht ja so. Muss ja was Bundesweites sein. Weil, und dann habe ich gesagt, ich würde es nicht einsprechen, ne, weil meine politische Überzeugung lasse ich aus dem Podcast raus. So, wenn da einer, ja, würde ein Politiker einsprechen, es wird nur eingespielt. Und dann sagt er, ich habe mir jetzt überlegt, wir machen doppelten Preis, nenn den das, wenn die das machen wollen, oder was sagst du? Ich dann muss drüber nachdenken. Ich habe jetzt auch noch nicht final geantwortet. Wer spricht denn ein? Und habe ich gesagt, ich mache einfach, alle Parteien können bei uns Werbung machen. Ja. So, ist egal, wir drücken auf den Knopf und dann können wir danach noch darüber reden. Und ich will gemeinsam mit denen. Ich finde das so witzig. Guck mal, das war ein Tag, nachdem die da ihre Debatte da hatten. Ja. Und dann siehst du, wie, also hier, wo die alle nochmal geschnackt haben, wo weißt du, sogar live. Tag X. Ein Tag, nachdem Lindner arbeitslos wurde? Nein, die haben... Vielleicht will der ja einsprechen. Vor zwei, drei Tagen, wo die da ihre... was war denn das? Ich glaube, eine ganz normale Sitzung. Ich weiß auch nicht, was die machen. Viel beachtet aber. Keine Ahnung, was die den ganzen Tag machen. Ist egal. Ich würde gerne einsprechen mit Merz zusammen. Wir sprechen da gar nichts. Also wenn, können die da was erzählen. Hast du gesagt, machen wir, aber Olaf Scholz musste uns in den Podcast. Ich habe auch gesagt, ich habe gesagt, Oleg kann, wenn er kann, kann muss, passt der du, muss uns grüßen. Ist da ganz klein. Passt du überhaupt hier? Kann überhaupt über den Tisch gucken? Das fand ich sehr witzig. Also mal gucken, ne? Also ja. Die kriegen jetzt einen Preis genannt. Der Steuerzahler. Ja, der Steuerzahler. Ja. Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Oder die SPD-Mitglieder, wer zahlt das denn? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wir. Aber wahrscheinlich haben die so einen Werbe- die drehen, auch, die geben oder? Uns irgendeinen so Knebelvertrag. Wahrscheinlich zahlen wir das denn. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Okay, keine Ahnung. Warten wir mal ab. Also Tschernobyl ist, ist keine Dokumentation, erzählt aber chronologisch die Geschichte aus Sicht von unterschiedlichen wichtigen Personen. Ich finde, Inszenierung ist das A und O bei Filmen und Serien. Man kann eine langweilige Geschichte, wenn es gut inszeniert ist, so, man muss nicht jetzt den heftigsten Serienkiller haben, sondern einfach einen Raubüberfall. Wenn das gut inszeniert ist, spannend gemacht ist, ist gut. Und Tschernobyl ist wahnsinnig gut gespielt, wahnsinnig gut besetzt, wahnsinnig gut inszeniert. Also ein Paradebeispiel dafür, wie sehr gute Inszenierung geht. Es hat mich gefesselt, es war spannend, ich konnte nicht aufhören zu gucken, es war interessant. Es ist eine absolute 10 von 10. Ich will gar nicht zu viel drüber reden. Das ist ein absoluter Banger. Man muss aufmerksam gucken. Das ist halt so, es gibt einige Sachen. Ich finde, sie fordern halt auch ein bisschen was. Es ist meistens Aufmerksamkeit. Also richtig gute Dinge, was Film und Fernsehen angeht. Die fordern halt auch Mitdenken, Nachdenken, drüber nachdenken. Vor allem hundertprozentige Aufmerksamkeit. Ne, bei Ted Lasso zum Beispiel, das ist halt auch gut, aber man kann halt so ein bisschen entspannen. Kannst du was nebenbei machen. Ja, siehst du, das ist halt, aber Tschernobyl zum Beispiel, auch True Detective, man muss es aufmerksam gucken, beobachten, nachdenken und überlegen, aber man wird halt auch dadurch halt mit dieser 10 von 10 belohnt. Wisst ihr, das ist so. Wo hast du dein Handy liegen, wenn du sowas guckst? Mein Handy ist immer in meiner Nähe, aber wenn es so gut ist, bin ich gefesselt. Das habe ich selten. Okay. Soll ich mal weitermachen? Mhm. Weil sonst kommen wir ja, glaube ich, gar nicht mehr durch. Stündchen, ne? Haben wir schon auf locker. Ja, aber nicht nur Serien. Nee, wir haben. Hör dir die erste halbe Stunde an. Mach ich auf jeden Fall. Dann mache ich mal ein bisschen weiter. Also, wie gesagt, Mainstream. Eine Serie habe ich gerade den Trailer gesehen für die zweite Staffel. Ist auch wieder so ein Sky-HBO-Dingens da. Mhm. Habe ich gerade den Trailer für die zweite Staffel gesehen und ist meiner Meinung nach der beste Trailer des Jahres. Oh. Also wirklich der beste Trailer, den ich dieses Jahr gesehen habe. Computerspielverfilmung. Und das oft wird das nix, muss man mal ehrlich sagen. So, also viele Computerspiele haben sie am Ende nicht gut verfilmt, aber hier passt es. Ach so, Staffel 2? Last of Us, ja. Also Last of Us wirklich Zombies und so, aber einfach auch eine wahnsinnig gute Geschichte. Und was witzig ist, Pedro Pascal spielt ja da die Hauptrolle. Ein bisschen umstritten ist ja diese, ich weiß gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt, die da dieses Mädchen da spielt. Ja, auch von Game of Thrones. Ja, genau, die ist ja so ein bisschen, es gibt ja so Leute, die haben da ein Problem damit, wenn so Leute divers sind und so, ne? Ja. Aber ich finde, die spielt das gut. Aber das Ding ist, Pedro Pascal hat mal in einem Interview erzählt, das fand ich so witzig, er hat die Anfrage gekriegt, ob er diese Rolle spielen will für diese, ne, für die Serie Last of Us, und er kannte das nicht. Und hat er seine eigene Tochter gefragt und hat gesagt, kennst du das, soll ich das machen? Und hat die Tochter zu ihm gesagt, Papa,
verkack das nicht. Ja. Das habe ich auch gehört, ja. Aber das Spiel einfach schon legendär war vorher schon. Ja. Ja? Und gibt es ja mittlerweile auch für PC. Und ist wirklich sehr, sehr gut. Und die Verfilmung, also ich habe das witzigerweise in der Reihenfolge, also ich habe die Serie gesehen und dann erst das Spiel gespielt. Ach, echt? Ja. Es war, also die meisten haben es wahrscheinlich andersrum gemacht. Ja, würde ich auch vermuten. Und klar findest du ganz viele Parallelen. Es gibt aber kleine Unterschiede, die, deshalb lohnt es sich auch das zu gucken, wenn man das Spiel gespielt hat. Ja. Wahnsinn, ihr guckt also diese Filme, das Spiel. Nee, die Serie ist auch, also das ist wirklich, für mich auch eine 10. Wirklich gut. Wirklich eindeutige 10. Ich habe zweimal geschaut, weil ich es so gut fand. Ich mag aber auch einfach so, ich mag so Postapokalypse. Ich gucke auch Walking Dead und so. Da gibt es ja auch mittlerweile 1000 Spin-Offs und so. Gucke ich auch diesen ganzen Scheiß. Ja. Daryl Dixon und so. Hast du erzählt, Ich gucke das tatsächlich. Ich mag so, ich weiß auch gar nicht, was das in mir ist. Also ich mag irgendwie diese Vorstellung, alles ist im Arsch. Ja. Und man kann da Waterworld? Reingehen. Ja, oder hier, I Am Legend fand ich gut. Ja, sowas. Ich gucke sowas total gerne irgendwie. Das spielst du Anfang. Mit dem Drehlern, ey. Ich bin so erschrocken. Oder dann mit dem Muster. Kommt ja auch ein zweiter Teil. Ja? Ja, I'm Legend kommt ein zweiter. Ich habe mich sowieso mal gefragt, wie geht's da weiter mit diesem Serum da auf dem Berg da? Ja, der Witz ist ja, dass er eigentlich stirbt in dem Film, aber er ist wieder da. Ah ja. Naja. Naja. Gladiator gibt's auch einen zweiten Teil jetzt. Mal kicken. Aber nee, ich fand, also Last of Us fand ich, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ist mir zu gruselig. Muss man auch nicht. Nee, ist mir zu, traue ich mich nicht. Ja. Ist mir zu gruselig. Scumjazz, ne? Scumjazz für viele. Ja, diese. Nee. Aber die Serie habe ich geschaut, ich fand sie auch sehr, sehr, sehr gut. Die Klicker. Ist wirklich gut. Schau das mal an. Ist auch auf deinem Sky. Ich habe das geguckt. Bin mir nur nicht sicher, ob ich es zu Ende geguckt habe. Aber also, guck dir mal den Trailer für die zweite Staffel an. Der ist sensationell. Das fand ich auch also wahnsinnig gut. Sensationell. Ist Last of Us nicht auch mit dem, ist das das mit dem schwulen Pärchen? Ja. Ja, ja, dann habe ich die eine Folge, genau. Aber ich weiß nicht, ob ich, das ist sehr, da sind so auch so Zeitsprünge immer drin. Ja, ja, genau. Dann, ich glaube, ich habe das geguckt, fand ich auch ganz wirklich, gut. Wirklich gut. Und der Witz ist ja, es haben sich dann immer alle gefragt, hä, Pedro Pascal, wie schafft er das gleichzeitig, Mandalorian und Last of Us zu machen? Und dann kam ja irgendwann raus, dass er bei Mandalorian kaum mitgespielt hat. Ist ein anderer Dude immer an einem Helm. Ja, ja, echt? Ja. Oh, das ist ja leicht verdientes Geld. Ja, weil er sagte, dass diese Rüstung, das ist alles so schwer, dass er sich da drin gar nicht bewegen kann. Ah ja. Und hat dann irgend... Haben sie Arnold Schwarzenegger genommen einfach. So kräftigen Typen da reingesetzt. Und er ist wirklich da, die meiste Zeit steckt da jemand anderes drin. Das gibt's doch nicht. Das ist gutes Geld, ja. Ich könnte ja spielen. Ja. Bin ja kräftig. Mando könnte, kriege ich auch. Zieh den Bauch ein. Ja. Das ist der Weg. Und dann gut. Die Stimmen können sie auch eine andere. Ah ja, genau. Ich gucke einfach dumm. Ich spiele einfach Mando. Ob da mein Name steht, da ich krieg das Geld. Mach das. Ja. Ist ein Plan. Mein Name musste eigentlich gar nicht stehen. Das Geld ist mir wichtiger. Ohne Name doppeltes Geld. Ich bin dabei. So, du bist dran. Wollen wir noch zwei machen? Ja, ne? Komm, machen wir es zu Ende. Ja, komm. Wie habt ihr denn? 17? Zwei noch jeder. Fünf jeder. Oh, übertreib. Bisschen andere Vibes mal. Silicon Valley. Oh. Hast du auch geguckt? Aber nicht alle Staffeln tatsächlich. Oh, Mann, ey. Oh, musste. Wo kannst du das noch gucken? Wo kann man das noch sehen? Ist immer die Frage mit Rechten, wer die hat, wer nicht. Ja. Also damals habe ich es geschaut auf. Wow. Ja. immer wenn ich mir nicht sicher bin, wo es ist, immer auf. Also ich würde mal sagen, ich kenne. Das ist doch hier mit Piper Pipes und so, ne? Ich glaube, ich kenne noch so. Also soll ich mal ganz kurz erklären, worum es geht? Drei oder vier Staffeln. Ja. Ist super witzig. Ja, oder? Super, super nerdig, ja. Super. Genau. Ja. Ich habe mir gedacht, dass es dir auch gefällt. Ja, fand ich gut. Es geht halt darum. Naja, es geht um Silicon Valley. Ja. Die Serie ist auch schon. So ein Tech-Unternehmen halt. So ein Startup wird da gegründet, zeigt so ein bisschen so das Leben da. Also Satire. So wie GTA quasi sich über Politik und Gesellschaft lustig macht, so macht es quasi auch Silicon Valley in einem ähnlichen Stil. Überspitzte Charaktere bis zum geht nicht mehr. Der eine Typ, der ist ja der geilste mit seinem. Dieser Investment-Dude. Die ist wirklich witzig, die Serie. Man muss sich halt auch konzentrieren. Ist auch im Original geiler, aber auf Deutsch kann man sie auch gut gucken. Ah, weißt du was, ich baue meine Stadt nochmal eben um. Ja, mach mal. Ja, und die ist halt, macht einfach sehr Laune zu gucken. Kreative Folgen, kreative Ideen, Charaktere, die halt so richtig übertrieben witzig sind. Und halt gut geschrieben. Diese ganzen Klischees, diese Programmierer halt, ne? So. Aber es ist wirklich. Dieser. Aber ist wirklich gut, einfach. Dann hau ich mal gleich die nächste
Sitcom im weitesten Sinne hinterher. Die war jetzt eigentlich. Ich mich selbst darüber freue gerade. Das ist witzig. Ich staune nur. Ja, also, ich muss auch mal wieder. Die war jetzt eigentlich gar nicht auf meiner Liste, aber ich baue gerade noch mal ein bisschen um. Und zwar Community. Ah! Die ist tatsächlich. Ich bin hier echt. Community. Hättet ihr das nicht erst machen können? Das ist der größte Geheimtipp überhaupt, Thomas. Du bist der Gewinner. Ja. Applaus, warte. Also, na, wobei so geheim ist Community, finde ich gar nicht. Ich glaube, in Deutschland ist es doch schon ein Geheimtipp. Also es gab, ich guck mal gerade, es gibt 5 Staffeln tatsächlich von 2009. Die erste Staffel noch mit Chevy Chase und so, also auch total witzig. Also der spielt in der anderen Staffel auch noch mit. Ja, es war nicht bis zum Schluss dabei. Nee, ich glaube, die letzte ist nur ohne ihn. Weiß ich nicht. Ah, die vorletzte glaube ich auch. Also da gibt es einfach, es gibt so legendäre Folgen einfach. Es gibt, das ist spielt halt an einem College in Amerika. Community College, eine Fachhochschule sozusagen. Ja, also eher so für die, ich sag mal, die Außenseiter, so, also kein, ist nicht Harvard, ne? Sondern ist irgendwie so was anderes. Und die auch so ein bisschen gescheiterte Persönlichkeiten zum Teil, die dann da irgendwie nochmal einen zweiten Anlauf wagen. Chevy Chase halt, der ist schon irgendwie 60 oder 70 oder so, geht nochmal ins College und so. Ist also wirklich witzig gemacht. Und es gibt so abgefahrene Folgen. Es gibt, kennst du diese Folge mit den Decken? Wo die sich so Höhlen bauen aus Decken. Mit Paintball irgendwas? Nee, einfach nur Decken. Die bauen Höhlen. Also weiß ich nicht. Überall hängen dann überall so Decken in dieser. Und dann gibt's, genau, dann gibt's diese eine, diese Apokalypse-Folge, ja, wo die sich dann gegenseitig beschießen. Und es ist so abgedreht. Manche Folgen sind so total abgedreht. Aber und tragen auch überhaupt nichts zum Plot bei. Also die stehen so komplett für sich. Ja, aber es macht mir immer gute Laune. Oder es hat mir immer gute Laune gemacht. Es ist auch so eine schöne Serie, um sich gut zu fühlen. Wahnsinnig gut. Da spielt, kennst du, Joel McHale spielt damit. Ja, der Donald Glover. Donald Glover spielt damit. Ja, von Lethal Weapon. Nee. Das ist der Sohn, oder? Ich weiß nicht, glaub nicht. Also auf jeden Fall hat er auch bei Solo mitgespielt. Ja, das spielt Lando Calrissian. Den jungen Lando Calrissian hat er gespielt. Also, das ist auch Childish Gambino, ein Rapper. Naturtalent. Der hat auch Atlanta eine Serie. Kennst du die Atlanta? Hat eine eigene Serie kreiert, wo auch die Hauptrolle spielt. Ist auch sehr gut. Ja. Ah, das ist ein Ding. War ich kurz davor, der spielt in Hamburg bald ein Konzert. Da war ich kurz davor, mir Karten zu kaufen. Aber so teuer, ich ey. Ich überlege die ganze Zeit, keine, ne, Kohle. Ob ich auch nur ansatzweise auch so eine Kohle sehe. Es wird nichts. Ihr müsst uns. Weißt du, was ich sage? Wir brauchen YouTube-Money, Lars. Ich könnte sowas sagen wie: YouTube-Money brauchen wir. Desperate Housewives, hab ich geguckt. Cleo, hör mal, wer da hämmert. Eine schrecklich nette Familie. Alf, King of Queens. Hier denn Masters dieser Kid Simpsons, Kid, Knight Rider, Masters of the Universe, Brave Star, Turtles. Nee, mach mal nicht mit bei unserem Filmpodcast. Also ich bin da. Wir machen eine Retro-Folge, ein Retro-Special mit Lars. Ich glaube, das Einzige, was vielleicht noch so ein bisschen so in diese Richtung geht, ist vielleicht noch Game of Thrones und vielleicht auch noch Stranger Things, genau, wenn ihr das zulassen würdet, aber ich bin da ansonsten. Hallo, würden wir natürlich zulassen. Mein Gott, also ich habe mich ganz doll angestrengt, habe überlegt, wann habe ich denn auch meine Serie zu Ende geguckt. Also ich habe irgendwie so eine spanische Serie tatsächlich noch gesehen auf Netflix. Wo Haus des Geldes? Nee, wo irgendeine umgebracht wird. Das gibt's nicht so viele Serien. Und dann schränkt die Auswahl sehr ein. Nee, so ein Mädel, was abstürzt mit so einem Gleitschirm. Gibt's glaube ich nur 2 Staffeln, was weiß ich. Also ich kann mich halt auch nicht, ich kann mir das nicht merken. Mit Thomas, mit dem können wir nicht wieder anfangen. Also null. Lass mich mal bitte raus. Ja, aber dann hör doch keinen Spaß dran. Die Tipps hier an und vielleicht ist da was für dich dabei. Ja, schon, also wenn ich zu Hause bin. Ist ja nicht, ne? Sorry. Ich vergessen schon wieder. Arne ist wieder dran, ne? Ich habe, also du hattest ja letzte Serie. Handmaid's Tale. Bisschen düster. Hat meine Frau geliebt. Habe ich mir gedacht. Ich fand, das ist auch. Das Setting ist Dystopie, also dystopisch. Es spielt in der Neuzeit. Und zwar geht es darum, durch chemische Verunreinigung wahrscheinlich oder biologisch irgendwie, was weiß ich, durch irgendeinen Mist, den die Menschen verursacht haben, können ein Großteil der Frauen keine Kinder mehr zeugen. Ja. Aber ein paar doch, und es gibt halt, denn so eine Regierung wird gestürzt, bla bla bla. Das wird alles in Rückblenden erzählt. Sehr gut inszeniert. Kommt, glaube ich, auch eine neue Staffel jetzt. Ja, aber am Ende ist nicht mehr so gut. Mhm. Gerade die ersten 3 waren super, und dann, das ist ja eigentlich eine Kurzgeschichte, in die Länge gezogen, als sie gemerkt haben, dass es, dann sind die Autoren irgendwann ausgestiegen wegen Autorenstreik. Dann ist es ein bisschen nicht mehr so gut geworden.
und haben sich am Ende wohl wieder gefangen. Aber ich meine, gerade am Anfang, die ersten drei Staffeln vielleicht, dann ist es eigentlich auch vorbei. Man kann im Kopf sagen, okay, es ist vorbei, aber dann gibt es doch so ein, geht's halt weiter und ne, die scheiden sich nochmal um oder wie auch immer. Aber eigentlich kann man im Kopf sagen, drei Staffeln reicht. So habe ich es auch gemacht. Genau. Echtzeit, Frauen können keine Kinder mehr kriegen, Regierung wird gestürzt, bla bla bla, es ist so ein Kriegszustand und ne, das ist sozusagen so eine, wie nennt sich das, so eine clanartige, ja, so eine Zwei-Klassengesellschaft irgendwie, ne? Ja. Also die Reichen bezahlen dann oder Versklaven, müsste man ja fast sagen. Die halten sich sozusagen denn diese, die noch Kinder, ja, Frauen, zeugen die können, noch gebärfähig sind und halten die denn, ja, als Hausmädchen? Für mich, wenn du da anfasst übrigens, ja, gibt es immer unangenehme Geräusche. Es fühlt sich aber so gut an, das Mikrofon. Ja. Kannst du nächstes Mal ein Mikrofon kaufen, ich was sich nicht so gut ich anfühlt? Ich habe eine Serie zu Ende geguckt gerade, gestern oder vorgestern. Pinguin ist sehr gut. Hm, siehst du? Ja. Das würde ich gerne gucken, aber ich habe, also wenn Last of Us zweite Staffel kommt, dann würde ich vielleicht auch nochmal Sky abonnieren. Und? Dann gucke ich das gleich mit. Ja. Mir ist noch was eingefallen, was ich damals, was mich tatsächlich auch gefesselt hat, weil das anders war, weil es das bis dato nicht gab, und zwar war das 24 mit Jack Bauer. Ja. Das lief ja in Echtzeit. Das war ja, glaube ich, ein Tag, also 24 Stunden. Kiefer Sutherland, ne? Ja. Und die 24 Stunden liefen ja runter und dann haben sie immer die Zeit, da lief immer eine Uhr mit und dann haben sie so Ortssprünge gemacht, aber die Zeit lief so runter. Und das fand ich, also ich fand kein überragender Schauspieler oder sowas, aber so diese neue Art des, ja. Ja. Das fand ich gut. Aber nicht nach dem Prinzip hier, wie heißt der von nur noch 96 Stunden? Wie heißt der hier auch Qui-Gon Jinn gespielt hat? Liam Neeson? Liam Neeson, der hat doch 10 Filme nach diesem Prinzip gemacht, oder nicht? Nee, aber das war ja nicht so in Echtzeit. Du hast meine Tochter entführt. Ja, ja. Wenn ich dich finde, dann werde ich dir Filme. Eier durch den Mund und oben wieder raus. Wie viele Eier der schon in der Hand hatte, ey. Also ja, aber der Arme. Die Filme waren ganz gut. Ja. Der erste war. Das war immer das gleiche Prinzip. Ja, oder? Genau. Das, bei solchen Filmen. Rachefeldzug und. Ist der erste immer der beste, so. Ja. Und dann. Ja. Ja. Aber nochmal ganz kurz abschließend zu Handmaid's Tale. Du hast ein sehr unangenehmes Gefühl die ganze Zeit. Das, ja, klasse, ist halt da auch, guck ich ja gerne dann so. Das ist überhaupt nichts für dich. Für dich ist es wirklich überhaupt nichts. Für dich ist nur Silicon Valley was ich dir genannt habe. Community. Oh. Community. Ja, also auf meiner Liste, genau. Silicon Valley wird dir auch gut gefallen, weil das auch leicht zugänglich ist. Man hat auch quasi Zugangspunkte damit. Es ist so ein bisschen so Tech, alles, was sie erzählen, versteht man. Es macht wirklich sehr viel Spaß zu gucken. Okay. Handmaid's Tale überhaupt nicht. Es ist wirklich schwer auszuhalten. Schwer auszuhalten, aber es ist halt auch spannend die ganze Zeit. Du willst unbedingt weitergucken, du willst wissen, wie es geht, wie es weitergeht, weil die Charaktere sehr gut gezeichnet sind. Aber dann guck doch mal Desperate Housewives. Habe ich auch schon geguckt damals, als es im Fernsehen lief. Ja, hot. Die eine ging so, die andere hot. Ja, genau. Das ist es, dann hast du geguckt, ja, stimmt. Eva Longoria, die will übrigens auswandern jetzt, wegen Trump. Ja. Nach Deutschland. Nach Mexiko und Spanien. Deutschland. Nach Mexiko und Spanien. Nee, auch zu, nicht zu uns? Nee. Ah. Oh. Das heißt, herzlich willkommen auf Spanisch. Hätten wir mal Falk fragen sollen vorhin. Chance vertan. Ja. Erzählt, dass wir Bionovida. Bienvenidos. Bienvenidos. Herzlich willkommen. Ja, schaut es, wenn ihr so ein, ich weiß gar nicht, was ihr schon erzählt habt. Habt ihr euch schon bedankt für mich, dass ich einen blauen Spaceman geschenkt bekommen habe? Von Disco Bricks auf der Hamburger Brickbörse. Das habe ich nämlich letzte Woche vergessen. Disco Bricks! Wie heißt der denn in den sozialen Medien? Auch Disco Bricks. Disco mit Vornamen, Bricks mit Nachnamen. Ja. Vielen Dank. Hair Bricks. Ich wollte den kaufen oder dann habe ich Thomas Geld gegeben und ich weiß, ich habe oben noch irgendwas gemacht und dann habe ich ihn gebeten, dass wir schneller los können. Und er kam mal wieder, hat gesagt, ich habe gehandelt. Gar nichts habe ich bezahlt. Gut gehandelt. Nee, hat er geschenkt. Ja. Ganz, ganz vielen Dank. Also ich wusste tatsächlich bis zu der Börse nicht, dass es einen dunkelblauen Spaceman gibt. Ist an mir vorbeigegangen. Der war auch sehr nett, muss ich sagen. Also der Disco Bricks. Das ist mega sympathisch. Liebe Grüße, danke nochmal. Ja, herzlichen Dank auch von das mir. Das haben wir natürlich noch nicht gemacht, weil das ist ja dein Job, dich zu bedanken. Okay. Aber ich habe es tatsächlich auf meiner Liste. Ich hätte dich noch dran erinnert. Gut. Ja. Genau, dann mache ich den Abschluss mit was ganz Abgefahrenem. Endlich. Was ganz, ganz Abgefahrenen, was aber ihr wahrscheinlich kennt oder du zumindest. Also wenn du mal was gucken willst, was so richtig... Lass mich raten. Was so richtig, Black Mirror. Nee. Ah, okay. Nee, wenn du was gucken willst, was so richtig Splatter ist und so richtig drüber ist.
Dann Serie? Ja. Dann guckst du The Boys. Ah, ja. Dann guckst du The Boys. Ja. Sind das diese Superhelden? Ja. Ja. Und das ist so drüber. Also es ist wirklich sowas von drüber. Ja. Also was da an Körperteilen durch die Gegend fliegen und wie das splattert und diese die haben, eine Orgienfolge, hast du die gesehen? Ja. Es gibt dann, also da gibt es wirklich ganz wilde Sachen. Das möchte ich gar nicht ins Detail gehen, weil vielleicht haben wir doch den einen oder anderen Zuhörer, der ein bisschen jünger ist. Ja. Ich glaube, die Serie ist sie ab 18. Ja. Stimmt. Come oder? On. Bestimmt. Aber wenn die nicht ab 18 ist. Aber ich guck mir das, warum? Also einige Folgen zumindest. Bestimmt, ja. Ich guck mir das aber irgendwie gerne an, weil ich finde die, also erstmal hier, wie heißt denn der, ich mag diesen einen Schauspieler so ja, gerne. Den Bösen, diesen Badass-Typ, ne? Ja, wie heißt denn der? Der könnte auch ganz gut Wolverine sein. Carl Urban. Ja, genau. Das ist die Rolle seines Lebens, ja. Finde ich. Also wirklich. Das ist so ein bisschen wie hier Hopper von Stranger Things. Ja. So ein bisschen diese Vibes, ein bisschen Wolverine-mäßig. So ein richtiger kantiger Kerl, ne? Und dann Anthony Starr als Homelander. So will ich auch gerne leider, weil bin ich nicht so kantig. Als Homelander und so finde ich auch. Ist einfach, ich finde, es ist spannend. Es spielt ja immer so ein bisschen mit dieser Idee, ja, jetzt haben wir die Superhelden, aber was hält die eigentlich davon ab, zu machen, was sie wollen? Genau. Ne? Mhm. Also, man hat Superkräfte und ist ja nicht so, dass du das Böse bekämpfen würdest. Wer kontrolliert die eigentlich? Also, ne? Weißt du, das ist pubertierende Superhelden. Ja. Und das artet halt dann komplett aus. Ne? Ich glaube, das fängt ja schon mit der ersten Folge damit an, dass dieser Dewey seine Freundin verliert, weil einen so ein Superheld, der halt so in so Lichtgeschwindigkeit laufen kann, halt durch seine Freundin durchläuft. Also die sind so spazieren und reden, ja, hi und dies und das und puff, eine Riesenwolke voller Blut und er hält nur noch so die Hand. Oh. Und dieser andere Typ ist halt auf Droge oder so. Ja. Ne? Oh, sorry, ja, was ist los? Sorry. Und dann ist er quasi gegen diese. Ja. Der will quasi sich rächen. Ja. Das ist so die Grundstory, aber die nimmt natürlich noch andere Ausmaße an. Das ist, wenn ich nochmal das Wort übernehmen darf, gestattet? Ja, klar. Danke. Bitte. Das ist richtig förmlich. Wie man mit dem Lehrer. Also das wirklich nur gucken, wenn ihr, also ihr dürft nicht zart beseitet sein, ihr müsst, das ist auch ein ganz spezieller Humor, muss man auch mal ganz klar sagen, weil die Serie nimmt sich nicht zu ernst. Genau. Aber wenn man so in der Stimmung ist, dann macht das richtig Spaß. Weil es sehr kreativ ist. Ja. Die haben sich, man merkt, dass die Autoren oder wahrscheinlich das ganze Team, dass die wirklich Spaß hatten, sich da auszutoben. Weil die haben sich so ein Gerüst geschaffen, wo man sagen kann, ja, wir können eigentlich alles machen, was wir wollen, alles zeigen, jede Idee umsetzen. Und da gibt's halt diese eine Folge, die ich dann gerade schon angeteasert habe, wo ich da, also das ist wirklich schon so, ja, over the top. Es gibt, nur um nochmal so ein bisschen die Kreativität und diesen Splatter-Faktor zu veranschaulichen, es gibt, die haben alle verschiedene Fähigkeiten, ja. Es gibt einen so einen Typen, der kann sich kleiner und größer machen. Mhm. So, der macht sich ganz klein. Das habe ich auch im Kopf. Mhm. Und krabbelt dann bei einem anderen in eine Körperöffnung rein und macht sich dann wieder groß. Weil er niest aus Versehen. Der ist in der Öffnung und das ist sozusagen, das stimuliert die andere Person. Ne? So, das sind halt genau, man ist ein Superheld und nicht nur, ja, ich bin jetzt, hab jetzt die Superkraft und ich bekämpfe mal das Böse, sondern lass mal gucken, was man so. Ja. Für Quatsch damit machen kann, ne? Und dann ist er da in dem Körper drin, aber weil er auch gerade illegale Substanzen durch seine Nase konsumiert hat, muss er halt dann in dem Körper des anderen als Ant-Man quasi niesen und wird dann wieder groß. Ja, was dann passiert, kann man sich denken. Oh Mann, also. Es ist schon. Da haben wir wieder die blutige Wolke. Es ist an manchen Stellen schon wirklich drüber, also absolut. Ja. Aber drumherum ist es halt trotzdem eine interessante Geschichte, die auch spannend erzählt wird. Genau. Ich finde, ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen. Ja, mittlerweile, ja. Die haben am Anfang schon ein bisschen zu viel. Das Tempo war sehr hoch am Anfang. Ja, die wussten nicht, dass es so erfolgreich wird und dass sie es so lange zeigen. Kennt ihr das? Es ist quasi, man produziert es, hat dieses eine Erzähltempo und erzählt auch schon viele wichtige Story-Elemente. Und dann merkt man, ach scheiße, das läuft ja so gut gerade. Auch finanziell, alle sagen, macht weiter. Wie kriegen wir denn jetzt noch 5 Staffeln voll? Eigentlich dachten wir noch eine, dann ist vorbei. Und dann sind halt so viele, also es zieht sich halt sehr. Das mag ich nicht so gerne. Mhm. Ja, irgendwann ist die Geschichte halt auserzählt, ne? Ja. War das bei Stranger Things auch so? Was meint ihr? Ich hab. Also ich glaube, es wird einen guten Grund dafür geben, dass sie sich mit der letzten Staffel so viel Zeit lassen. Ja. Also ich glaube, sie wissen, die muss gut werden.
Und deshalb, wie lange ist das jetzt her, dass die letzte Staffel lief? Zwei Jahre, ne? Zwei, drei Jahre irgendwie so gefühlt. Es gibt übrigens zwei meiner Lieblingsserien, Masters of the Universe und Stranger Things, hat mir irgendjemand auf Instagram geschickt, bin ich bisher dran vorbeigerutscht. Es gibt so eine He-Man-Figur und dann so Upside Down Vecna und dann gibt's so eine Skeletor-Figur und Upside Down der Demogorgon als Actionfiguren. Scheiße gesehen, jetzt will ich's haben, ne? So ein Mist. Und von den Turtles gibt's das auch. Dann gibt's irgendwie so ein Man-at-Arms-Turtle und irgendwie, ach, hör mir auf, es gibt so einen Scheiß, ne? Also, ja, klar. Ja. Ach so, apropos, habt ihr das mitgekriegt? Habt ihr's, oder haben wir das schon drüber geredet? Wir sind durch jetzt auch. Nee, also, haben wir noch nicht drüber geredet. Und zwar habe ich mir, es wurde leider heute storniert. Ah. Und zwar habt ihr es mitbekommen mit den Barbie-Figuren von Wicked? Nee. Also pass auf. Was für eine Welt lebst du denn? Pass auf. Ist ein anderes Universum, pass auf. Wicked, dieser Kinofilm, ne, mit Ariana Grande. Eigentlich ist es ja ein Musical. Wie auch immer. Ja. Also die singen da, ist eigentlich super lustig. Und die haben sozusagen so spezielle Barbie-Puppen rausgebracht, lizenziert, bla bla bla. So Mattel, die kommen in den Handel. Und Mattel sagt jetzt den Kunden, die bereits gekauft haben, oder sagt zu den Eltern, ach was, schmeißt die Verpackung einfach weg, alles gut. So, es ist Folgendes passiert. Und zwar hat ich habe daraufhin, nachdem ich das mitbekommen habe, ich habe bestellt, weil die auch gerade bei Müller im Angebot waren. Mhm. Direkt bestellt, wurde aber leider heute gecancelt, wahrscheinlich aus dem Grund. Und zwar ist auf der Verpackung von dieser Figur steht eine Webadresse drauf, und zwar www.wicked.com. Und wicked.com ist eine Pornoseite. Dann hast du da Ariana Grande als irgendwie sexy Hexi und unten steht die Adresse von der Pornoseite drauf. Die hätten draufschreiben müssen wickedthemovie.com, mhm, steht einfach wicked.com. Und was für ein Jackpot auch für diese Pornoseite, ja, wo einfach weltweit darüber berichtet wird, Sammler jetzt diese Figuren kaufen. Dem werde ich mal nachgehen, also dem Phänomen. Ich glaube, HP Baxter ist auch auf der Seite. Wirklich, Wahnsinn. Ja, also das Jackpot. Ne? Also die können teuer werden denn tatsächlich. Das ist wie dieses Lego-Set, ja, mit Santa's Naughty List. Ja, genau. Also mich wundert immer, dass Barbies nicht so teuer sind. Also habe ich schon öfter mal gesehen, bis auf jetzt vielleicht die erste, die von der Bild-Zeitung oder die erste Barbie, die dann wirklich danach kam, aber sonst. Wusstest du, dass das Mattel mal Barbie-Puppen gemacht hat mit realistischen Körpermaßen? Will doch keiner. Also, kleiner Scherz. Also kein Mensch sieht ja so aus wie Barbie, ne? Also die hat ja so eine ganz schlanke Taille, ganz lange Beine. Kein Mensch sieht so aus. Nee, und dann gab es eine Aktion, hat Matthias schon ziemlich lange, hat dann Puppen gemacht, die eher so aussehen, wie halt Jugendliche aussehen. Kein Mensch gekauft. Ja. Haben sie dann wieder eingestellt. Ja, es gibt ja gerade über das Aussehen von Barbie gibt es ja feministische Abhandlungen noch und nöcher, ne? Ja. Und es gibt ja dieses witzige Meme, wo du hast He-Man und Barbie nebeneinander und dann steht einfach unter Barbie ein Text, der seitenweise Text, sie ist eine Schande für die feministische Wahrnehmung und Frauen kriegen Minderwertigkeitskomplexe und bla bla bla. Richtig mega langer Text und dann links steht, also rechts steht, das ist Barbie und dann aber die ganzen Vorwürfe und warum das schlecht für Frauen ist und so. Und dann links steht, das ist He-Man. Punkt. Ja. Vorbei. Und die haben wir mal ausgerechnet, die Körpermaße von dem und dieses muskulös und so, der müsste 8-mal so groß sein wie ein normaler Mensch und so, der müsste 800 Kilo wiegen und was weiß ich nicht alles. Also, deswegen klappt das nicht bei mir. Ich wundere mich schon. Ja, du brauchst so ein Schwert. So ein magisches Schwert. Ja. Ja, da gibt es auch. Bei der Macht von Grayskull. Da hat er auch eine lebensgroße Replika. Kostet leider, ich glaube, 800 oder ein Taui oder so. Zu viel. Ist auch Quatsch, um es einfach mal einmal so. Aber ich würde es gerne mal hochhalten. Also wenn ihr das habt, ich würde es gerne mal einmal so hochhalten. Hm. Ja. Den Widderstab gibt es auch. Der ist auch geil. Naja. Ein Skeletor. Ja. Aber kostet auch so viel. Also, das macht gar keinen Sinn. So. Ja. Dann lieber Schwert, oder? Dann lieber Lego. Habt ihr schon über Lego geredet heute? Noch gar nicht. Wollen wir mal. Gut, dass ich da bin. Wollen wir, machen wir erstmal Lego und dann erzählst du, warum du so spät gekommen bist. Okay. Hast du ein Thema oder soll ich starten? Ja, von Lego? Ja. Ich kann noch kurz erzählen, dass mein Nachbar gestorben ist letzten Sonntag. Das war dramatisch. Ich wach auf, also ich war so draußen Licht an, so, ich hab gedacht, Bewegungsmelder, schon wieder, was da los? Guck ich immer, ob irgendwelche Biber wieder mein Auto kaputt fressen. Guck ich und dann meine Nachbarin, schon ziemlich, also älter, steht morgens um 5
an der Straße. Und er hält sich mit so einem jüngeren Mann und ich denke so, hä, was ist da los? Bleibst du mal dran, nicht, dass sie da jetzt gerade irgendwie überfallen wird oder so, morgens um 5 so an einem Sonntag. Ich denke, hä? Und dann kam er aber relativ schnell in den Krankenwagen. Ich denke, ach du Scheiße. Dann rein, dann kam noch der Notarzt und dann habe ich leider viel zu viel Erfahrung mit solchen Sachen, dass ich sehr schnell gesehen habe, dass sich die Notärzte und die Sanitäter viel zu langsam bewegen, als dass da kam meine Frau noch runter. Ich sagte, hier sieht's gar nicht gut aus. Ja, und dann kam irgendwann später noch Polizei und dann Leichenwagen und das war ziemlich dramatisch so. Ja, und dann denkt man so, ja, scheiße irgendwie, ne? Also so. Wie alt ist er geworden, schätze? Ja, war schon, also an die 80 oder über 80, also ich weiß es nicht genau. Okay. Aber es ist halt immer kacke, wenn sowas passiert. Immer. Tod ist immer scheiße. Ah, ja, aber das war so nah dran, so quasi Luftlinie, keine Ahnung, 10 Meter so, ja, ne? Und dann, das ist so, ja. Da der Tod quasi echt. Das heißt, du kannst jetzt Testrale sehen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Zeit, ich bin ja immer nur unterwegs. Es geht nur, die kann man nur sehen, wenn man genug Zeit hat, Thomas. Ja, ja. So. Ansonsten geht das nicht. Nee, fang mal an mit irgendwas Barbie-mäßigen an. Ich dachte, wir sind bei Lego jetzt. Lego, sag ich doch. Ja. Minifiguren-Serie, habt ihr mitgekriegt? Nächstes Jahr, die Marvel-Minifiguren-Serie? Nee, hab ich nicht mitgekriegt. Ist jetzt bekannt, was es sein wird. Ja? Hat man die Figuren schon gesehen? Nee, aber das Thema ist ich habe ja gedacht, wir kriegen wieder so Disney-Plus-Serien ja? und so. Nee. Ja? Classic-Comics. Wir kriegen eine Serie zu zum Spider-Verse. Ah, okay. Spider-Man Across the Spider-Verse. Aha, also Venom und Spider-Man und Dr. Ock. Drei Filme gibt es ja, glaube ich. Ich habe die tatsächlich nicht gesehen, obwohl einer von denen, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen hat. Aber du könntest sind die Animierten, ne? Ja. Ach so. Sehr gute erste. Es gibt drei Filme, glaube ich, ein vierter kommt irgendwie. Ah, ja. Und Sony steckt ja dahinter. Mhm. Die Lizenz von Spider-Man liegt ja bei Sony, witzigerweise, von Venom auch. Und also gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, weil es allein Spider-Man irgendwie in zig Varianten gibt. Ja, spielt ja der Junge, der farbige Junge ist ja dann da der Hauptcharakter. Miles, ja, genau. Miles, ja. Und dann, ist ganz witzig, so ein abgefuckter, hast du den geschaut? Nee. Der wird dir gut gefallen, der ist keck. 1000 Leute haben mir schon gesagt, guck diese Filme. Ja. Die sollen wirklich gut sein. Und das aber, sind, was meint animiert, aber sehr clever animiert. Wie gesagt, einer von denen hat auf jeden Fall auch einen Oscar und das gewonnen. Sind Filme oder Serien? Filme. Drei Filme gibt es. Und ich habe den ersten geschaut. Wo auch dieses PlayStation-Computerspiel zu rausgekommen ist, wo es zu dann die San Diego Comic-Con Minifigur gibt? Nee, das ist, Miles Morales, oder nicht? Weiß ich nicht, bin da nicht so im Game. Ja, es gibt auf jeden Fall ein Computerspiel mit Miles Morales. Das hat bestimmt auch irgendwas mit diesen Filmen zu tun. Aber ich, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall jetzt so, also ich natürlich nicht von Lego offiziell bestätigt, aber das habe ich jetzt an so vielen Stellen gelesen mittlerweile, dass ich denke, das wird so kommen. Also mehrere Spider-Man-Varianten dann. Ja, Kingpin-Spot wahrscheinlich so. Ach, Kingpin ist ein Gwen. Das muss eine Big Fig eigentlich sein. So, also das sind so, gibt so wohl ein paar typische Charaktere aus, also man kann wohl ganz viel machen. 12 Figuren kriegen die wohl ohne Probleme. Ja, da kriegen die schon mit Spider-Man hin, glaube ich. Ja. Da ist auch mit Paralleluniversen. Ja, ja, genau. Da ist auch irgendwie, da ist so ein, der muss irgendwie so ein, ja, das ist ganz witzig. Kennst du auch Onkel May, Tante May und den Onkel, den Zeitungsfredi da. Na, es gibt schon auch ein paar Bösewichte und auch eine Frau, irgendwie so eine Spider-Man-Frau. Spider-Frau. Gibt aber ist das auch diese Gwen? Spider-Gwen? Ich glaube, ja. Und Peter Parker ist halt auch am Start. Der muss halt irgendwie da so geholt werden irgendwie, sag ich mal. Das ist auch alles so. Jemand, der die Filme gerade kennt, denkt sich, was erzählt der für einen Scheiß? Aber der ist halt so richtig abgefuckt da, der Peter Parker. So dick und so weiter. Das ist ganz witzig gemacht, ja. Also ich habe das schon oft gehört, dass sie richtig gut sein sollen. Vielleicht muss ich mir die mal anschauen. Der wird dir sehr gefallen. Das ist, ja. Schnell erzählt. Also dazu werden wir sehr wahrscheinlich, also ich schätze dieses Gerücht als sehr, sehr wahrscheinlich ein, die nächste Minifiguren sind. Was sagt ihr dazu? Ja gut, ihr habt die Filme nicht gesehen, ne? Im September. Hätte ich lieber was anderes gehabt? Ist okay. Also ich weiß. Ich glaube, bei Kindern und Jugendlichen echt angesagt. Ich glaube, das wird auch dazu führen, dass es wieder mehr Spider-Man-Sammler geben wird, wenn es da coole Figuren. Ja, es gibt jetzt schon nicht wenige, aber der coole Peter Parker mit den goldenen Linien. Spider-Man hat ein ähnliches Problem bei Lego wie die Batman-Minifiguren. Also die sind
Ant-Man kam ja dann durch den Movie und durch verschiedene andere witzige Sachen dann dazu, dass viel mehr Varianten da waren. Aber bei Spider-Man finde ich aktuell, da gibt es auch viele Varianten, aber teilweise musst du ganz genau hingucken. Also das ist wirklich eine eklige Arbeit, die zusammen zu friemeln. Und wenn da ein Kind am Mocken war, weil es meint, der Kopf passt besser darauf und so, und du musst da ganz genau hingucken. Das ist bei den ganzen Spider-Verse. Da gibt es Preisunterschiede, mein Gott. Ja. Also, ja. Ja, weil das ist ja Boba Fett mit und ohne Armbedruckung, ne? Und sowas. Ja, das ist ja noch einfach dagegen. Ja, also, das macht ja auch schon einen Riesenpreisunterschied. Ja, ja, klar. Ja, den heftigsten, die es gibt, glaube ich. Also, das ist, ja. Wenn wir schon bei Filmen sind, Drachenzähmen, leicht gemacht, gesehen? Den ersten, ja. How to Train Your Dragon? Ja. Hast du schon mit deinem Lütten geguckt? Ja, auch ein animierter Film. Mhm. Ja, gibt's, ja, den kenne ich. Drei von, ne? Den finde ich ganz witzig. Ich finde die mega gut, ja. Mag die total gerne. Kriegen wir, also es gab ja schon länger das Gerücht, dass wir Sets bekommen im nächsten Jahr. Es wird wohl nur eins. Und es wird unter Icons kommen. Das spricht auch dafür, dass tatsächlich nur eins ist. Dann wird es aber groß, wa? Und es wird wohl ein baubarer ohne Zahn. Mm. Also diese große Drache. Das ist ja so ein bisschen Wikinger-Szenario. Da hätte man sich halt so ein kleines Dörflein mit so ein paar kleineren Drachen wäre schon. Vielleicht sind ja noch ein, zwei Minifiguren dabei, kann ja sein. Aber es wird wohl erstmal nur ein Set. Das sind so die. Oh, ich hoffe, der kriegt einen Kopfmold. Ich glaube, bei Lego, die haben ja Schwierigkeiten gehabt. Ohne Zahn braucht einen eigenen Kopfmold, sonst wird der scheiße. Nee, der wird gebaut. Oh, das wird wieder dieser. Also ich habe ganz coole Mocks gesehen. Mit den tatsächlich Augen und so. Ja, man kann. Es gibt so ein Element von Lego, so ein Ei, so ein grünes Ei. Ja. So ein Osterei. Ja, genau. Das kannst du als Auge nehmen. Das sieht ganz cool aus. Das haben die doch auch in diesem Pflanz, wie heißt das? Pflanzhaus als Kaktus genommen. Ja, das gibt, ja. Das aber cool ich glaube, aus. Die haben ja. Wie heißt denn Botanischer Garten? Pflanzhaus. Ja. Pflanzhaus, ja. Ich glaube, die Designer toben sich jetzt so richtig aus, weil so viele neue runde Elemente halt auf den Markt kommen. Also ich glaube, die haben ganz viele Pflanzenteile, auch ganz viele. Ganz viele Prototypen schon angefertigt. Ich glaube, die haben da richtig Bock drauf, weil die haben ja echt diese ein bisschen so ein, das heißt Image-Schaden, aber so ein bisschen wird denen ja nachgesagt, dass sie nicht in der Lage sind, so, also wenn es mal einen Shitstorm gab, dann ganz gerne mal bei einer lebendigen Figur, ne? Lieber Chewie. Dass sie nicht so organisch bauen können. Genau, aber ich glaube jetzt in die, ach komm, gib uns mal hier, das wird ja, viele runde Teile kommen ja durch Fahrzeuge, so bei dem Bowser zum Beispiel, hatten sie auch ein Prototyp fertig. Bowser. Das ist aber ein Megaset, finde ich, nach wie vor. Also Bowser ist richtig geil. Ja, aber diese vielen runden Elemente für die Schulter oder wie auch immer. Ja, für den Panzer auch so, ne, diese Rahmen drumherum. Gab es, viele der Teile gab es das erste Mal in einem Fahrzeug. Und also, ne, weil man daher muss man ja einen neuen Mold haben für diese Aber durch die Botanical Collection kriegen sie halt auch nochmal ganz neue Farben rein. Genau. Das ist natürlich auch total geil. Ne? Also da sind jetzt, ich habe jetzt gesehen, es gibt die neuen Botanical Sets sind ja auch vorgestellt worden. Und da sind jetzt die Tulpen zum Beispiel, die gerade erst in dem Botanischen Garten drin sind, ich glaube in Pink oder so, nochmal in einer anderen Farbe drin. Also geil. Total irre. Ja. Da sind die echt schnell im Moment mit Farben, neue Farben für alte Teile sozusagen. Da sind die echt, toben die sich wirklich gerade aus. Ist cool. Also, Drachenzähmen. Genau, soll ja Live-Action-Movie kommen nächstes Jahr, ne? Mit echten Menschen? Ja. Und ich habe mir die Besetzung ja mal angeguckt und eine finde ich richtig gut. Na? Gerard Butler. Aha. Spielt, heißt er? Hau drauf, der Stoische. Ich kenne die Charaktere nicht. Ja, das ist einer von den beiden Brüdern da. Einer von diesen kräftigen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das passt irgendwie. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist eine gute Besetzung auf jeden Fall. Also das kann man auch, also es gab ja auch Vicky und die Wikinger, die haben es ja auch, es war nur, da war Bulli dabei, das sind zu affig alles so, ne? Aber das kann man, glaube ich, ganz gut machen und dann wird ein Animierter ohne Zahn dazu, irgendwie hier so Game of Thrones mäßig, kann mir schon gut vorstellen tatsächlich. Ich glaube, das könnte geil werden. Ja. Ja. Und habt ihr mitgekriegt, dass heute ein neues Horizon-Set vorgestellt wurde? Oh nee, das ist ein Banger. Ganz offiziell. Zeig mal bitte, ist ja was für dich, der die Videospiele liebt. Das ist dieses jene. Was ist das denn? Dürfen wir einmal nehmen? Ja, klar. Und ich glaube, Lego hat es vorgestellt, weil überall schon Leak-Bilder vorhanden waren. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Das Set kommt nämlich. Aber das ist zu dem neuen Lego-Spiel, oder was? Ja. Oder was ist wenn das? Du so willst. Horizon Adventures, steht oben drüber. Ja, was sehen wir, Lars? So kleine zwei Minifiguren. Ist es eine andere Minifigur? Ist es die gleiche? Nee, die hat ein anderes Gesicht auf jeden Fall. Gott sei Dank.
Und ich meine auch, dass die Beine ein bisschen anders bedruckt sind. Halt der Bogen ist ein neues Element. Oh. Guck dir mal den Bogen an, der ist geil. Rash Brown komplett? Ja. Und das ist immer schöner zur Verzierung. Für ein Wikingerdorf. Ist ein neuer Mold. Oh, wow, ja. Ist ein neuer Mold und der hat oben und unten diese Federn, die wir von den Rittern kennen, oben auf den Helm. Nein. Ja, mega gut. Flammen hat der. Zeig mal. Finde ich richtig gut. Ich glaube, wenn du da mal auf die Grafik guckst, der kann schießen, der Bogen. Schätz mal, was das Set kostet. Guck mal drauf und schätz mal, was es kostet. 800 Teile. Ja, 800 Teile. Oh, bitte kein Huni. Nee, 69,99. Und was sagst du? Ein Huni. 45. Oh! Mhm. 45 Euro. Ja, das ist ein guter Preis. Vielleicht haben die irgendeinen Deal, weil die ja auch ein Computerspiel. Darf ich mal kurz das nochmal sehen? Das sieht so aus. Das sind auch noch andere Bilder sonst. Du kannst. Es ist offiziell angekündigt. Der Preis ist. Es wurde heute vorgestellt, das Set. Das ist in Ordnung. Das ist super. Ein super Preis. Die Figur ist ja jetzt. Exklusiv aus dem Tollneck. Ja, der kann nicht schießen. Ungefähr 15 Euro. Wahrscheinlich wie im Computerspiel, die Grafik. Wahrscheinlich. 15 Euro, glaube ich, kostet die Figur so. Wird sie gehandelt bei Bricklink. So. Ja, da ist jetzt noch eine zweite drin. Wahl ist noch dabei. Hm? Auch eine komplett neue Figur. Auch nur aus dem Adventures-Spiel. Nee. Gibt es auch in dem richtigen Horizon. Ja, taucht da auch schon auf. Und also ich finde, für 45 Euro ist es ein No-Brainer. Ja, ist es auch. Also ganz ehrlich. Und ich kann dir, warte mal, ich zeig dir nochmal ein Bild hier von dem, jetzt habe ich es gerade weggemacht, von der Minifigur. Also dieses Bogenelement finde ich, ist cool. Find ich richtig gut. Wo habe ich es denn jetzt? Schön. Danke, Lego. Also wirklich richtig cooles Set. Erscheint erst im März. Und wenn Lego etwas so weit im Voraus vorstellt, dann, weil eigentlich schon alles bekannt ist über das Set. Hier. Bis dahin gibt es auch ein Add-on zum Videospiel. Der Oberkörper ist auch anders. Weiß ich nicht genau, aber der Bogen ist geil. Kannst du halt, Mit diesen Ritter. Ja, ist schön. Fähnchen, finde ich cool. Vor allem kannst du die halt also verändern. Du kannst dann da. Es gibt ja jetzt auch für die Mocker zum Beispiel gibt es ja dieses Federteil mit den drei Federn. Ja, du kannst es auch verändern. Die Figur ist ja mega. Du kannst es verändern. Aber ich als Mocker sehe da auch Möglichkeiten der Aufnahme an den Seiten. Du kannst es ja auch einbauen. Connection als, Point. Als Zaunelement zum Beispiel, als Verzierung an Fassaden. Gut. That's the spirit. Nicht nur als Bogen gesehen, Arne. Ja. Nee, ja. Ja. Also das fand du ich. Du sprichst mir aus der Seele. Ja. Also das ist auch so ein Set, was bei mir auf jeden Fall auf die Wunschliste kommt. Ich kenne niemanden, der die Videospiele so gerne mag wie du. Vielleicht, weiß ich nicht. Also ich habe die auf jeden Fall sehr, sehr gerne gespielt. Also sind sehr beliebt, aber ich kenne halt keinen anderen. Wobei diese Lego-Variante, die es ja jetzt auch seit dem 14., glaube ich, gibt es die. Da warte ich noch tatsächlich. Ja, ich glaube, es ist eher so für Jüngere gedacht. Was mir bei den Lego-Spielen oft nicht so gefällt, ist das Gameplay. Also die Steuerung und das ist oft so ein bisschen So clumby. Ja. Wie nennt sich das, clumby? Weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine? So boing, 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 boing. Das ist nicht so, du hast nicht diesen Flow. Bei dem Spiel musst du ja rutschen, durch die Beine hochspringen, den einen fangen, da eine Mine. Das ist eher so boing, boing, boing. Es ist hektisch irgendwie so. Ja. Ja. Also ich fand auch Skywalker-Saga und so irgendwie nicht so. Ich habe Herr der Ringe, habe ich mir geholt. Für ein Apfel und ein Ei. Ja, es ist halt so auch witzig gemacht zu sehr. Ja. Hätte es lieber ein bisschen ernster. Atomkraftwerke. Nicht so viel Silicon Valley Vibes, eher so ein bisschen Handmaid's Tale Vibes drin. Den Autor von Handmaid's Tale könnte man dafür mal holen, für ein Lego-Spiel. Mhm. Aber das sind, glaube ich, so die größten Lego-News jetzt ganz aktuell. Cool. Ja. Und den Rest hört ihr nächste Woche im Brickcast. Präsentiert von Brickmerch. Und der SPD vielleicht. Ja. Oh Gott. Ah, ja, so ist das wohl, ne? So ist es. Hier, übrigens, Hauptsache nicht Trump. Hier, du und Trump. Hat Stefan Raab das nicht früher mal gemacht, dass in seiner Sendung die Schulter hier, in seiner Sendung alle Parteien sich einmal vorstellen durften? Ja, genau, also wenn man das Stefan macht. Raab gab das, glaube ich. Ja. Wenn man das, also das würde ich auch, ne, würde ich auch machen. Wenn ich dann nicht, alle. Dass dann noch die Grüne und die FDP und was, aber können sie machen, also ich würde mich ja nicht verschließen. Das wollte ich noch loswerden, was du und The Rock. Ich? Ja. Ich bin The Rock. Dwayne The Rock Johnson. Mhm. Gemeint, der hat übrigens bei Die Mumie 2 mitgespielt. Habe ich ganz verdrängt.
Kann das sein? Die Neuverfilmung mit Tom Cruise oder die alten? Nee, die alten. Mit hier Brandon dem... Brandon Fraser. Ja. Ja, Brandon Fraser. Ich habe neulich nämlich einen Rewatch gemacht von Mumie. Ich weiß auch nicht, was mich dazu geritten hat. Ich habe den damals im Kino geguckt. Aber geile Filme. Ich fand den scheiße im Kino. Ja? Aber ich hatte irgendwie so einen Retro-Vibe. Ich denke, komm, guckst du dir nochmal an. Das ist sehr klamaukig, sehr... Ja. Ich hab's geguckt und dann bin ich aber, glaube ich, die letzten 10 Minuten eingenickt und werd wach und dann war da auf einmal so Rock und dann war es der Teil 2, der direkt hinterher losging. Ach, also, der lief hinterher? Ja. Das war noch der ist schon ziemlich lange im Geschäft tatsächlich, ne? Ja, Wahnsinn. Und ja, der war ja auch Wrestler früher, ne? Ja. Also, so wie John Cena. Aber ich Trump wollte, ja auch. Ich wollte ja sagen, was du und er gemeinsam haben, neben der Statur. Naja, vielen Dank. Ihr habt, ich war bei der Mumie nicht dabei. Ihr habt beide in Wasserflaschen gepinkelt. Ah, ja. Macht er auch? Ja, hat er sogar zugegeben jetzt wohl. Wo denn? Ja, wenn der so längere Drehtermine hat, das Klo ist zu weit weg, pisst er in Flaschen. Hm. Ja. Hm. Ja, wollte ich nur mal so. Ich bei mir jetzt nicht. Ich störe ja niemanden. Nicht mehr, ne? Ich hab das gemacht auch. Na, ich bin als Kind. Ich habe übrigens an dieser Stelle nochmal. Punika wünsche ich mir zurück. Ja. Ich vermisse Punika. Na, eigentlich nur die Öffnung. Wie kommst du jetzt von Pippi auf Punika? Kann auch Selta drin sein. Das ist die einzige Flasche, wo ich mich trauen würde. Wo da ein Dödel reinpasst. Ja. Ja. Bei mir hat es auch eine Capri-Sonne gepasst. Gibt es noch irgendeinen kleineren Verschluss? Kennt ihr diesen Zitronen? Diese kleinen gelben Zitronen? Sunkist oder so. Nee, ich meine, so, das ist nur Zitronensaft drin. Im Kühlschrank hat man das meistens. Zum diese kleinen gelben Zitronen. Ja. Da ist hier oben so eine, okay. Das ist die kleinste Öffnung. Das reicht mir aus. Da passt mein Dödel rein. Okay. Da passt, glaube ich, nicht mein Charme herein. Konzentrat da, dieses. Das ist einfach nur Zitronen, ist kein, einfach nur Zitronensaft. Ja, genau. Okay. Zitronensaftkonzentrat ist halt. Nee, ist nur der Saft. Nein. Entkonzentriert. Ja. Ich habe noch einen Kauftipp, einen Einkaufstipp. Wenn ihr lebt, Fanta Mandarine. Fanta Mandarine. Gibt's? Eklig. Wieder. Ja, schon probiert. Ach, scheiße, ich habe es geschenkt bekommen. Also die neue habe ich nicht probiert, aber ich mochte es damals nicht. Doch, ich habe es geliebt, deswegen, ich habe das auch verrückt. Ich habe mit Jörg gestern darüber geredet, habe gesagt, dass ich es geil finde, wenn man in Dänemark ist und es gibt so Mandarinenbrause, haben die da öfter. Und dann haben wir über gesagt, was in Dänemark, das gibt es auch oft dieses, also die haben oft Mandarine, dann haben die Kirsche, Holunderbrause, ganz viel. Was haben die noch? Holunder? Ach so, und dieses, wie in Schweden auch, dieses Cranberry-mäßige. Ja. Und dann kamen wir nämlich auch auf Mandarine und ich mag das sehr gerne. Und Fanta-Mandarine war meine Lieblingsfanta neben Pink Grapefruit damals. Und wie gesagt, der traue ich ein bisschen hinterher. Und dann kommt der heute an und stellt mir eine Flasche Fanta Mandarine. Ich denke, das gibt's doch nicht. Erstmal guckt, ob die noch haltbar ist oder ob die von 1998 oder so. Nee, habe ich aber noch nicht probiert. Also kann ich nächste Woche was zu sagen. Freue ich mich sehr drauf. Wenn du Lego baust oder auch Lars. Weil shit, ich habe was vergessen. Das müssen wir noch probieren. Macht mal weiter, es ist unten. Ich brauche noch einen Schlüssel. Okay, wenn du Lego wenn du Lego baust, machst du es auf dem Tisch? Ja. Auf dem Holz direkt? Mhm. Oder hast du eine Unterlage? Auf dem Holz direkt. Ja. Weil ich kenne ja so ganz viele, die bauen gerne auf Filz. Mhm. Kennst du das? Filz kenne ich. Ja, aber ich bin im Waldorf-Kindergarten ein Praktikum gemacht. Also ich kenne Filz besser als die meisten anderen. Also, aber ne, wegen der Haptik und die Steine machen dann nicht so diese Geräusche und so. Und man kann das. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Und wie hast du es gelöst? So, und dann wollte ich mir eine Unterlage kaufen und habe dann hier Internet geguckt und keine Ahnung. Und dann, du nörderst dich da erstmal rein, ne? Wie viel Recherche, bevor du gekauft hast? Halbe Stunde. Oh ja, ist schon. Würde ich sagen. Und hab dann geguckt und dachte, ja, so es gibt so Schreibtischunterlagen und so, 30 Euro, sag ich, leck mich, mach ich nicht, mir zu teuer. Ja. Dann habe ich gesehen, ja, man kann natürlich auch einfach nur Filz kaufen, aber dann hast du das Problem, dass sich das irgendwann so wälzt. Ja. Und dann geht das an den Rändern so hoch. Genau. Also du brauchst schon irgendwas, was so irgendwie so unten gummiert ist, damit es nicht rutscht. Habe ich geguckt und geguckt, es gibt auch so Tischsets zum Beispiel und sowas, aber das fand ich irgendwie auch nicht so richtig geil. Und dann bin ich fündig geworden und für alle, die gerne eine Unterlage haben beim Lego bauen. Mhm. Mein Tipp, es gibt für Fritteusen, für so Heißluftfritteusen und für Kaffeemaschinen gibt es so Unterlagen. Mhm. Die haben die Funktion, dass, wenn du das in der Küche stehen hast, auf der Arbeitsplatte und das wird heiß, dass die Arbeitsplatte darunter, dass sie keinen Schaden nimmt. Ja. So, da habe ich mir zwei solche Platten, die sind 30 mal 40 Zentimeter. Ist nicht zu klein? Ja, das geht ganz gut. Das ist so DIN A3 Blatt.
Ja. Es geht ganz gut. Oh, da kommt Lars holt die Sektgläser raus. Ach du Scheiße. Weißt du, warum? Ja, okay. Zwei Diener, also zwei von diesen Platten, 8 Euro. Ja, aber ist das nicht zu klein, wenn du es auskippst? Ja, du hast ja in den Lego, die Lego-Tüten sind ja oft nicht mehr, da sind ja oft nicht mehr so viele Teile drin. Okay. Das geht ganz gut. Also mal so ein kleiner Tipp, wenn ihr so eine Bauunterlage suchen haben wollt. Wo baust du Lego drauf? Auf den Tisch direkt, Lars, oder mit Unterlage? Tisch. Direkt, ne? Ja. Ich auch. Ja, aber es gibt, aber ja. Aber ich weiß, es gibt so Leute, die mögen das, wenn man so eine Filzunterlage hat. Und da sage ich gerade, es gibt so Unterlagen für Fritteusen. So, oder für Kaffeemaschinen, damit das nicht heiß wird. Ist viel billiger als solche Schreibtischunterlagen oder so. Aber wenn die Kaffeemaschine nicht heiß wird, dann schmeckt der Kaffee scheiße. Ja, aber das ich habe das ja. Genau. Pass mal auf, was ich vergessen habe und weißt du, warum ich dran gedacht habe, weil ich die in die Flasche Pinkel Geschichte erzählt habe und guck doch, mal. Hast du auch gemacht direkt. Falk war heute da. Falk kenne ich schon seit ein paar Jahren und Falk ist vor 20 Jahren und da war ich sogar zufällig im Laden. Nach Chile ausgewandert. Heute? Ja. Ach, witzig. Ich war nur ganz kurz da, aber er war auch da. Ja. Und sehr nett. Und Thomas lernt euch alle kennen. Mitgebracht. Zum einen, und das finde ich am, und er hat selber noch nicht probiert, seit 20 Jahren lebt er in Chile und hat noch nie die Inka-Cola probiert, die es dort bereits seit 1935 gibt. Stopp, das ist Cola? Inka-Cola. Die ist gelb. Die ist gelb, Sieht also aus wie Pisse. Wenn ich morgen früh aufstehe und pinkeln muss, meine Pipi sieht original genauso aus. Das werden wir mal testen. Riech erstmal dran. Falk. Ja, ich habe auch gedacht, der hat das war vorne bei ihm im Fuß rum. Ich habe gesagt, na, ist das deine Staubuddel hier? Oder wir können, Falk hat uns eingeladen nach Chile auch. Das, also nochmal, aber man hat Angst vor Chile. Man riecht es und man denkt so, oh, ja, Südamerika hat so ein. Er meint, es ist auch gefährlich da. Hat so ein Image. Ich sag, irgendwie. Mach mal ein bisschen Werbung für Chile, wie ist das so? Tatsächlich hat er auch erzählt von Lego-Verkäufen, dass du Leute nicht zu dir nach Hause, weil also Lego, müsst ihr euch vorstellen, ist in Chile noch mehr Luxus, viel mehr Luxusprodukt als hier. Ja. Also erst einmal natürlich, weil das Grundeinkommen dort, also das Durchschnittseinkommen viel, viel niedriger ist. Da ist es ein richtiges Luxusprodukt und es ist dort auch teurer. Also ihr habt zum Beispiel, also ungefähr 50% teurer als hier und die verdienen aber da. 1% der Leute haben hier, also dieses europäische Gehaltsniveau. Obwohl Lego 50% teurer ist als hier. 50% teurer da. Ja. Da kostet. Prost. Ja. Darauf doch erstmal ein Schlückchen Inka-Cola auf. Es riecht sehr neumodern, nicht nach 1935. Es geht vom Geruch von Energy. Es riecht nach Kaugummi oder so. Ja, ne? Ich finde auch, es riecht wie so ein Energy-Drink. Mhm. Okay, probieren wir mal. Schmeckt ähnlich. Wenig Kohlensäure. Der Nachgeschmack ist eklig. Also man hat so ein bisschen Pelz aufgezogen. Genau, oder? Sofort pelzig. Wie so ein bisschen. Also nach Cola schmeckt das. Weißt du, wonach das schmeckt? Ich habe irgendwas habe ich im Mund, warte mal. Das schmeckt wie so eine Kinderzahnpasta. Und man hat auch die Zunge so komisch. Irgend so eine Kinderzahnpasta. So, mich erinnert das voll an Red Bull. Nee. Irgendwie, es schmeckt für mich wie so ein Energy Drink. Oh, ich habe irgendwas habe ich im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Putzi! Diese Zahnpasta Putzi heißt die. Ich glaube, es ist eine DDR-Zahnpasta. Kennt ihr die nicht? Putzi? Ich habe das schon mal geschmeckt. Vor Jahrzehnten. Schmeckt die Putzi. Als ob ich so alt bin, ne? Vor Jahrzehnten. Ja, bist du. Ich habe in 5 Jahrzehnten schon gelebt. Es hat so ein bisschen was Lars, von, ich habe in 5 Jahrzehnten schon gelebt. Ja. Es hat ein bisschen was von, kennt ihr, wie heißt das, gibt es in Schottland, Irnbrew, glaube ich, heißt das. Boah. Das ist so ein, auch so ein, das ist die schottische Antwort auf Cola. Also, schmeckt aber scheiße. Ja, es hat. Kauf dir nicht lieber. Ein bisschen was von Ahoi Brause, Putzi. Genau, hier Irnbrew. Kennt ihr das? Das sind solche. Guck mal, das ist von Coca-Cola Chile. Hä? Nee. Kennt ihr das hier? Irnbrew? Nee. Guck mal, das Coca-Cola hat das rausgebracht. Was zur Hölle? Guckt jetzt da. Aber trotzdem herzlichen Dank. Habe ich die Erfahrung auch mal gemacht. Wahnsinn. Ja, und dann hat er noch. Coca-Cola unterstütze also ich immer gerne. Man kann es trinken. So. Ja, wir haben schon schlimmere Sachen. Ja, das stimmt. Es ist relativ, super ist nicht so süß. Nestle ist auch in Chile, Super 8 Snacks. Ja, das sind die Unternehmen, die ich gerne unterstütze. Ja, Coca-Cola, Nestle, mal gucken, ob der andere daherkommt. Super 8. Guck mal hier, Super 8 heißt das. Das kann nur gut sein. Lass uns mal einen teilen, ruhig. Ja, der wiegt ja gar nichts. Ja, Lars hat mir gerade so einen fetten Schokoriegel hingelegt, ich heb den hoch. Der wiegt ungefähr ein Zehntel davon, was ich vermutet hätte. Was ist das? Dann haben wir hier noch Ambrofoli, Sunny. Der wiegt ja wirklich gar nichts. Guck das mal an. Ja, leg ihn so hin. Eigenen Essen hier. Dann haben wir das noch. Und dann haben wir noch Chips, ja, die sehr bunt sind.
Also so, so wahrscheinlich Süßkartoffel, eine lila Kartoffel. Patagonia vom Ticker. Also, herzlichen Dank. Ich kreis mal alles. Das ist ja richtig abgefahrener Scheiß, ey. Ich glaube, dafür musste der direkt ins Kartell fahren, um den Kram zu besorgen. Ich probiere mal einen Superbonbon. 29 Gramm übrigens hat dieser Riegel. Ist nix. Drauf. Oh, der Bonbon ist geil. Weißt du das hier? Nee, der kleine. Nee, aber Super 8 ist eigentlich wie KitKat. Ja. Da ist eigentlich sehr viel Waffel auf jeden Fall. Sehr viel Waffel. Die sind sehr lecker. Die sind so ein bisschen wie diese. Ich habe immer keinen guten Vergleich. Mit Bonbon und Schokoladennamen habe ich es nicht so. Ist das was Schokoladiges? Das ist so Toffee. Kann man gut essen, muss ich sagen. So Toffee-mäßig. Okay. Mag ich. Probier mal. Ah, ich bin noch bei dem Super 8. Ja, der wiegt ja nichts. Du hast die Hälfte aufgegessen, also 7 Gramm. Weißt du, wie der schmeckt? Wie die Mukus. Ja, genau. Ja. Exakt diese Kuhbonbons. Genau. Die milchigen, weißt du? Die sind nur nicht eckig. Die es in der Milchkanne gibt immer. Bei uns sind die eckig. Hier sind in Chile sind sie rund. Ja. Und jetzt ein Chip. Jetzt ein Chip. Einen roten. Und ich mach selber. Guck mal, sieht richtig gut aus. Ist optisch schon mal eine 1. Das hat er extra für uns hier rüber geschmuggelt aus Chile. Achso, ja, das ist dann auch anderes Gemüse direkt. Ja. Das schmeckt direkt nach Gemüse. Schmeckt gesund. Gesunde Chips. Was ist das? Was ist das hier? Hat was irgendwie. Cool. Der Nachgeschmack. Doch, kann man essen. Also, das ist also Falk, vielen, vielen, vielen Dank. Hätte ich fast vergessen. Bester Mann, der war mega sympathisch. Gute Werbung für Chile. Ich habe den, und er ist ja, darf man glaube ich sagen, warum auch nicht, er ist ja Geologe. Ah. Und den habe ich dann versucht vor der Tür, musste dann schnell weiter, ich hatte noch einen Termin, und habe dann den Geologen versucht, über eine Straße hinweg, weil sich der Meteorologe mit dem anderen, ich sage, hier, guck mal, Wetterfrosch, hier, Meteorologe, Geologe, unterhaltet euch mal. Haben die sich noch gefunden, oder? Weiß ich nicht, ich habe drin gearbeitet, Lars. Ja. Na gut. War ein schöner Arbeitstag. Heute war so. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. War heute irgendwas Besonderes heute? Immer besonders. Was ging heute besonders gut im Laden? Was wurde viel gekauft? Vor allen Dingen habe ich heute viel angekauft. Ja, heute war wirklich ein Ankaufstag. Also wirklich. Wir haben wieder, was haben wir da? Also, für die Leute, die kommen wollen, kommt mal lieber. Auf jeden Fall habe ich 10-mal mehr, also vom Geldwert 10-mal mehr angekauft, als ich verkauft habe. Ja. Neu oder Gebrauchtware? Beides. Aber viel neu auch. Richtig alte, coole Speed Champions. Die ich noch nie in den Händen hielt. Was Six Stud? Keine Ahnung, hab nicht gezählt. Ja, ja, die schmalen. Ja, genau. Alte Star Wars Sets. Hast noch gar nicht alles gesehen. Unten ist auch noch Porsche. Ah ja, der alte, der erste. Der da. Der orangene. Dann hatten wir ein Technik-Krams da. Also ein Gedöns halt. Heute ist immer ein wilder Mix. Ja, der Arox war auch dabei. Arox, der war direkt weg. Da dachte ich, scheiße, habe ich den zu günstig inseriert. Der stand wirklich keine 2 Minuten. Kommt jemand und hat den direkt... Im Laden? Ja. Hast ein Preisschild dran gemacht, aber weg. Ja. Ja, ich schwöre, direkt. Der nächste kam und guckt sich den an und der andere, der Falk, stand noch da. Also ich hab's quasi dann, also okay. Lars meinte, ja, hier kannst du schon mal reinstellen und so. Ist ja gut. Genau, hier, sonst hätte er Hände anderes nicht gekriegt. Ich hab das Falk ja erzählt auch, dass wir auch die Plattform für sowas sind, um das auch loszuwerden, auch an Leute, die es suchen wollen, zu schätzen wissen. Ja. Und das war der beste Beweis eigentlich. Ja. Du machst einen Preis auf, stellst es hin, der nächste, 1 Minute später ist verkauft. Also. Das ist für viele halt ein legendäres Set irgendwie, ne? Das beste Technik-Set aller Zeiten, irgendwie gefühlt. Ja. Hat sich einer sehr darüber gefreut. Und ich dachte dann halt so, war das jetzt zu günstig? Ja, ist doch egal, also. Kann sein, aber so ist das halt immer, in einem haptischen Land. Ich möchte gar nichts mehr. Du machst ja einen Preis dran. Ich möchte gar nichts mehr. Dem du denkst, der ist. Ja, ich denke mal schon. Ich so, der passt so und dann. Nix. Arne ist sehr, sehr gut und clean aktuell. Ich esse wirklich gut. Obwohl heute gar nicht mehr McDonalds, glaube ich. Ich fahre da auch noch hin gleich. Ja? Ja. Und kommen wir zusammen? Können wir echt gerne. Nee, können wir nicht. Ich muss noch schneiden. Nee. Dann esse ich. Bei McDonalds fragt doch die. Esse ich die Chips und Schokolade. Soll ich den McDonalds rumbringen noch? Nein. Nein, nein. Ja, ich esse gut tatsächlich. Ich bin gut drin, was Sport angeht. Hast du denn Rückmeldung eigentlich zum Ton bekommen jetzt? Du hattest ja... Nee. Also ich kann nur sagen, mir ist nichts aufgefallen. Nee, alle meckern? Das ist ja gut dann, oder? Also mir ist... Ich fand's... Genau wie vorher?
Also es gab ein paar Folgen, da das hatte ich dir ja auch gesagt, da fand ich es ein bisschen, da musste man so ein bisschen nachregeln, ne? Bei denen jetzt. Also hat sich gelohnt, ein bisschen mehr Aufwand zu betreiben. Also zumindest hatte ich kein Problem mit dem Ton. Ja, okay, das ist doch gut. Ja, gib mal Feedback ruhig, Leute. Ja, aber wenn keiner meckert, ist ja schon auch, geht ja schon. Und ihr könnt auch gerne mal Feedback geben. Ich habe mir wieder die Mühe gemacht, beim Brickcast Kapitelmarken zu machen, ob das überhaupt irgendjemand nutzt. Genau. Kann ja sein, also das benutze ich eh nicht, dann spare ich mir die Zeit. Aber genau, also ich habe die letzten zwei Folgen, glaube ich, habe ich wieder Kapitelmarken gemacht, einfach weil ich die Zeit hatte. Wenn das eh keiner nutzt, dann lasse ich es. Gibt's noch? Tinder-Story? Und erzähl es mal, Lars, wo warst du denn Schönes? Ja, habt ihr mich vermisst überhaupt oder war es schön mal in Ruhe? War auch ganz schön eigentlich. War schön, ne? Die hatten ein bisschen Angst, wir wollten, habe ich ja immer dann gesagt, dass wir über... Sturmfreie Bude. Papa war nicht da. Ja, genau. Wir dachten, deswegen haben wir ja gesagt, wir haben quasi ein Thema. Aufbauen hier von den Sachen. Wir haben ein Thema, worüber wir reden, aber wir haben tatsächlich einfach so gequatscht und mussten uns dann zwingen, dass wir das Thema noch macht. Das hättet ihr mal gerne machen können, wenn sie noch nicht da war. Eigentlich haben wir nur den roten Faden verloren. Ja. Ständig. Ich war gerade, also ich hatte, das ist so witzig, ich hatte vor Monaten schon Tickets für das heutige Event spontan, wie ich bin, gekauft, hatte das. Habe ich das nicht letzte Woche erzählt oder habe ich es im Stream erzählt? Ich weiß beim Whatnot-Stream, ich weiß es auch nicht mehr. Es verschwimmt. Und zwar habe ich Tickets gekauft für ein Live-Event und habe dann in den Kalender vor Monaten, also geblockt und irgendwas reingeschrieben, sowas wie Date Night, so in der Art, so vom Wording. Und dann bin ich hier, ich weiß nicht, letzte Woche oder so irgendwas geschnitten. Und dann ploppt irgendwie, wenn du hier Apple hast, dann ist ja alles irgendwie miteinander singt und dann ploppen so Erinnerungen auf. Aber ich habe nicht gesehen, dass eine Erinnerung ist. Das sah für mich aus wie ein neuer Kalendereintrag. Irgendwas mit Date Night. Gehe ich drauf, ist weg. Und ich denke, komm nach Hause. Ich sag, was hast du denn da eingetragen und wieder gelöscht? Was denn da? Und ich so, wieso habe ich nicht? Mhm. Ich sehr sicher, habe ich da gesehen und hin und her. Und dann sagt, weißt du was, du hast wahrscheinlich für irgendwas wieder Tickets geholt und vergessen, wofür und wann. Okay, guck da rein. Ja, hier, guck, Freitag. Ich so, ach du Scheiße. Ne? Und dann, das hat mich richtig Mühe gekostet, rauszukriegen, was das war. Also ich habe geguckt im E-Mail-Eingang, Tickets, alles mögliche. Nach dem Datum gesucht wahrscheinlich. Nach dem Datum. Ne? Aber es hat echt bestimmt, ja, halbe Stunde oder so und dann auch so über Ecken. Da ein Hinweis, okay, ja, das könnte sein, dann den Zahlungsanbieter, die machen das und naja, letztendlich habe ich es zum Glück noch rausgefunden. War ein sehr, sehr schöner Abend. Wo war's? Wo war der denn? Du hast dich kaputt gelacht. Du kennst den? Ja, ja klar. Also ich. Ich konnte damit nichts anfangen. Gar nichts? Nein. Also ich war heute bei Bion. Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. Tut mir leid. Kann Bion. Keiner. Ich kenne ihn tatsächlich schon sehr lang, also seit ungefähr 7 Jahren oder so. Ja? Ja, da kannte den noch niemand, ich weiß. Das war... Erst seitdem er die Freundin von Pocher weggerattert hat. Das, witzigerweise... Meine Begleitung heute Abend, also das wusste ich zum Beispiel nicht. Meine Begleitung heute... Das war die Freundin von Pocher? Die Begleitung? Die Ex-Freundin. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Es war Pocher. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Ich hasse übrigens Oliver Pocher. Ich weiß. So ein ich dachte, deswegen bist du. Ich dachte, nur deswegen bist du da bei dem Typen, weil der sozusagen der Gegner von Pocher ist. Nee. Also ich kenne Bion seit ungefähr 7 Jahren. Persönlich oder? Ja, doch, auch persönlich. Ja? Wir sind sogar auf Facebook befreundet noch, habe ich gesehen. Aber ich habe mich jetzt auch nicht angemeldet. Ich habe mich nicht angemeldet. Ich habe mir ganz normal Tickets geholt, bin dann da hingegangen. Aber es ist auch 7 Jahre her. Also wir waren damals, ich habe für Thaddäus Koroma in Köln war das damals, so eine Veranstaltung betreut und war so für die Volunteers sozusagen der... Kurz einmal einhalten? Ja. Der Nachname Koroma ist auch schlecht gealtert. Das war vor Corona, ja. Oh, sorry. Ja, das war so eine Bubble damals. Zum Beispiel waren dabei Tobias Beck, Laura Marlina Seiler, Marc Eggers, Bion, wer rannte da noch alles rum? Also so, die man Jahre später dann schon auch, also ich glaube, Laura hatte damals schon einen Podcast, der sehr, sehr erfolgreich war. Was macht die denn? Macht so Achtsamkeits... Ah ja. Was weiß ich. Marc Eggers war da, der hat getanzt.
Das ist der, der mit Bill Kaulitz oder dem anderen Kaulitz da rumgeknutscht hat auf dem Oktoberfest. Ah, ich denk so, Digga, was? Der Dunkelhaarige? Ja, so dunkelblond. Ja, doch, das hab ich auch gesehen. Also, ja, also ganz, ganz witzig. Modelt der nicht? Ja, was, du. Der knutscht auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, der hat aber nur mit dem einen Kaulitz aus geknutscht. Dieser Bubble kann, oder von damals, also wo die alle rumgelaufen sind, da, von da kenne ich den noch. Und hab den dann aber auch aus den Augen verloren, dann, ja, immer mal wieder, der Algorithmus hat mir irgendwas reingespielt und dann auch, also wenn ich so Videos von dem sehe, finde ich das auch immer gut und sehr positiv und sehr lebensbejahend. Und dann habe ich mir halt anscheinend irgendwann mal Tickets geholt und da war ich heute. Und wie lang ging das? Ich glaube 2,5 Stunden. Und was ist das? Wie viele Leute waren da? Wo war das denn überhaupt? LKH Arena ausverkauft. Oh, ja? Also, obwohl, vielleicht waren noch eine Handvoll Plätze, aber es war schon echt voll. Wie viele Leute sind das denn, wenn das ausverkauft ist? Schätzt du? 5.000. Boah, what? Oder? Ich hätte jetzt 3.000. Oder von 3,5 oder so, ich kann es nicht sagen. So viele Leute waren da. Was hat der gemacht? Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Ja. Ich habe gelesen, Motivations... Ja. Ja, nee, ich habe mir eigentlich ist genau das eingetroffen oder ist eigentlich genau so gewesen, wie ich es mir hat jetzt sich schon weiterentwickelt. Also von früher, der hat auch früher schon diese Art. Das ist wie ein Pokémon. Und noch, der war früher B, jetzt ist er Beyond und die dritte Entwicklung ist Beyond C. Ja, ja. Genau. Nein, aber ich habe mir einfach von dem Abend dann auch erwartet, einfach eine lebensbejahende Stimmung. So. Also ich mag solche Veranstaltungen. Ich war auch schon mal bei Jürgen Höller oder so. Ich mag, wenn so positiv verrückte Menschen, viele am besten, an einem Ort sind und so dieses, deswegen gehe ich auch so gerne ins Stadion, da gibt es auch viele Assis ja. Und so, aber ich mag so atmosphärische, also ich spüre so die Energie und am liebsten spüre ich positive Energie und lebensbejahende und gerade in diesen Zeiten und wenn ihr dem auf Instagram folgt, gebt ihm mal die Chance, der macht schon sehr positive kleine Gedankenanreize. Mhm. Und das macht er halt da auf der Bühne 2,5 Stunden lang. Ja, krass. Also, gut. Holt ihr auch Leute auf die Bühne? Ja. Ah, da hätte ich so Angst vor. Ja, alle. Ist ja auch so, das ist ja tatsächlich auch so, es gibt ja Urängste beim Menschen. Und die Angst vorm Sterben zum Beispiel ist ziemlich weit hoch angesiedelt, ist auf Platz 2. Höhe haben wir, Höhe? Nee. Auf Platz 1 der Urängste des Menschen ist, auf einer Bühne zu stehen, vor vielen Leuten zu sprechen. Ja? Und dann hat er noch die Bemerkung gemacht, letztendlich auf einer Beerdigung geht's dann dem Typ, der die Grabrede hält, viel schlechter als dem, der unten liegt. Also immer mit ein bisschen Humor gewürzt und so, ne? Aber doch gut. Also kann ich empfehlen. Es war wie eine Folge Ted Lasso. Okay. Nur länger. Also, und mit weniger Fußball. Ja. Bisschen. Ja. War schon witzig, kann man schon machen. Ist okay. Hat Spaß gemacht. Hat sich gelohnt. Das freut mich. Man geht da mit einem guten Gefühl hin, mit einem guten Gefühl raus. Mit so einem, ach, so? Ja, so ein paar Monis waren auch da. Ja, so ein paar Monis. Genauso, ne? Die sind dann auch noch zu einer Autogrammstunde und so. Das habe ich mir jetzt nicht gegeben, aber. Ah, das kann ich mir vorstellen. Und dann sagen die, komm, machen wir einfach. Aber man muss von der Altersstruktur muss ich echt sagen, von. Weiß ich, 10 bis 80? Hä? Echt krass. Also es war richtig, war cool. Muss ich sagen, war gut. Es war schön. Gemacht, ja. Aber die Monis, ja, die haben wirklich jetzt, die Männer, die hören sich was an gerade. Das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber es gibt halt diese Monikas und Stefanie. Wir sind eingeparkt, ich parke rückwärts ein und da war halt ein Parkplatz noch frei, da wollte ich gern rein. Und dann stehen da so 5 Mädels davor, ne? Bis die dann mal peilen, dass ich rückwärts schon am Rhein navigieren. Das sind Monis, genau. Genau, die. Und dann hoch, und dann merken sie es dann plötzlich, weil sie dann schon einen vorgeglüht haben. Prosecco. Dann sind sie so von der Kicherbande, ne? Genau. Das ist so. Und dann, genau. Das sind die Monis. Das sind die. Die lieben wir. Meine ich. Gute Menschen. Da waren einige auch. Gute Seelen, die Monis. Ja, aber auch so. Muss auch geben. Toba gibt's ja nicht mehr, jetzt müssen sie sich was anderes. Dann haben die auch mal so eine kecke rote Strähne, die Monis. Das sind die Monis. Und dann die Männer sind zu Hause, haben entspannt. Gab's Fußball heute? Weiß ich nicht. Ja, ein paar wurden noch mitgeschleppt, hat Björn auch gefragt, so. Ja. Hat er gut gemacht. Kann ich mir vorstellen, der ist auch schon
der kann das gut. So, das ist ein guter Redner. Oh, und das Witz, also mit das Witzigste, auch so Flachwitz, ich fand's, ich bin ja leicht zu haben für sowas. Ja. So am Anfang, so auf dem Bildschirm, du durfst ja nicht filmen und nix, aber dann so dieser Werbebildschirm da, der die Leute willkommen heißt, wer das liest, ist schön. Denke ich, ja, danke. Freut man sich? So, das Allerwichtigste, Witzigste aber. Hm. Was hat er gesagt? Scheiße, ich hab's doch noch fotografiert, ich hab's dir geschickt. Da stand dann aber auch, da stand auch darunter, lebe, lache, träume. Nein, aber in der. Da hat er mich verloren schon. Hat eine Pause gemacht und dann stand groß auf dem Bildschirm, viel Spaß in der Pause. Und er ist doch halber Inder und stand da, viel Spaß in der Pause. Ah. Und da hab ich gedacht, sehr gut. Ja, Witze auf den eigenen. Viel Spaß in der Pause. Hat auch von seinem Papa denn geredet und hat er diesen indischen Akzent nachgemacht und so dieses. Klar. Ist auch sympathisch, ja. Weiß auch, welche Rädchen man dreht. Ja, ja. Damit die Monis dann noch beim nächsten Mal noch ein Ticket mehr kaufen. Nee, aber ich glaube, jeder auf seiner Veranstaltung, auch wenn ihr keinen, also wenn ihr mal die seid, die da mitgeschleppt werden, lasst euch ruhig mal mitschleppen. Also man nimmt immer so ein, zwei Impulse, glaube ich, mit. Ansonsten wird man ganz gut unterhalten. Also ist schön, und die Energie mag ich. Das ist tatsächlich wirklich was Schönes, ja. Das finde ich gut. So positive. Mir fehlt auch die positive Energie und ich habe was gegen diese negative Energie. Deswegen habe ich du hättest, auch, ganz ehrlich, nicht mehr Arne, bei Tinder. Du hättest lustig gemacht. Ich habe ja, ein, zwei Mal. Ich glaube, ich hätte auch geheult. Nämlich, ich kenne sowas auch. Ich finde den halt nicht so. Ich hätte da lieber jemanden, also ich mag das alles, diese Art ist auch in Ordnung, aber ich habe da nicht gerne so einen Schönling. Er sieht einfach zu gut aus. Ja, für das ist sagt. Genau. Ja, er sieht sehr gut aus. Ich habe halt lieber denn so jemanden. So einen wie Karl Dall. Ja, irgendwie Gott so einen. Ich denke halt so, ja komm, du kannst mir viel vom Leben erzählen. Du hast es bei dir lief Tinder anders als bei mir. Nee. So, bei dir ist halt Match. Ja, du hattest es leichter, ne? Der ist halt sehr hot. Wo ich denke, ja, brauchst du mir nichts mit Motivation erzählen. Aber das hat er ja auch gut gemacht. Er hat Kinderfotos ein und hat auch halt erzählt, ja, dass er jeden Abend gebetet hat, dass er weiß ist zum Beispiel. Weil du wirst natürlich als Kind. Deine Zähne sind sehr weiß. Naja, also der, ich glaube mir, der hat ist auch schon durch Täler gegangen. Ja, klar. Kannst du auch nicht so eine Persönlichkeit haben. Nein. Ich kenne tatsächlich keine, wie soll ich sagen, keine echte, tiefe, ehrliche Persönlichkeit, der man das auch anmerkt, die nicht verdammt viel Scheiße gefressen hat. Ist so. Ja. Oder? Ja. Ja, und Gott sei Dank. Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich. Ja, reizt mich so solche Charaktere halt auch, was so die Frauenwelt angeht. Das ist so eine Zwickmühle wieder. Auf der einen Seite will ich halt welche, die wissen, wie das Leben lief, auch mal in Scheiße getreten sind und in den Abgrund geblickt haben. Auf der anderen Seite kann da halt auch mal dann so eine Verrückte um die Ecke kommen. Ja gut, das kann's ja überall, ne? Ja, kann halt auch überall, ja. Naja. Würdet ihr sagen, dass Menschen, die positiv gestimmt sind, eint, dass sie dankbar sind? Nee, können auch dumm sein einfach. Ja genau. Aber ist Dankbarkeit etwas, was so eine Begleiterscheinung ist von ich bin ein positiver Mensch? Ich glaube, das kann helfen auf jeden Fall, ja. Also es ist ja das kann ich jetzt so hier nachts um 1:30. Ey, echt es genau 1:30, witzig. Ist mir so ein Gedanke, der mir gerade. Müsste ich drüber nachdenken tatsächlich, um besten da. Es kann auf jeden Fall helfen, dankbar zu sein, um in eine positivere Stimmung zu kommen. Wir zäumen das Pferd ja oft falsch auf, ne? Mhm. Wenn man jetzt, also die meisten Leute machen ja etwas, um etwas zu haben, um dann etwas zu sein. Ja, so zielorientiert halt, ne? Genau, also wenn du zum Beispiel, ist eigentlich immer dieses Tun, Haben, Sein. Also keine Ahnung, ich mache eine Ausbildung, dann habe ich irgendwas in der Tasche, dann kann ich daran arbeiten und dann bin ich Anwalt oder Sekretärin oder so. Immer das Tun, Haben, Sein. Oder ich trainiere hart, dann spiele ich gut Fußball und dann bin ich ein Fußballstar oder was weiß ich. Immer Tun, Haben, Sein, Tun, Haben, Sein. Überall. Und wenn du aber mal zum Beispiel dieses Sein nach ganz vorne stellst. Genau, sehr gut. Das heißt, du bist es schon, also zum Beispiel glücklich. Na, du bist glücklich, dann hast du das ja schon. Also weißt du, wie ich meine? Also beziehungsweise dann ist es sein Tun haben. Das heißt, du bist glücklich,
handelsglücklich und dann bekommst du das letztendlich auch wirklich. Also es ist so dieses Fake it until you make it so ein bisschen vielleicht auch. Ich glaube, das ist auch so eine Selbstprogrammierung wahrscheinlich, die man da an den Tag legen kann. Und also du würdest sagen, Glück ist eine Entscheidung? Oh, na, dass da ein Stück weit vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht ein Stück weit. Ist auch eine Lebenseinstellung. Das ist ja mal Ansichtssache, ja, kann man ja auch immer unterschiedlich sehen. Also es gibt ja halt, also es ist ja, guck mal, das Leben passiert ja jetzt gerade. Jetzt gerade. Und ich habe zum Beispiel immer das Problem, wir hängen ganz viel in der Vergangenheit, also ich glaube ganz viele, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also entweder, oh, die Scheiße da und so, und das will ich nicht nochmal haben oder so. Immer so Vergangenheit oder, oh, morgen, übermorgen, so. Man ist schon mit dem Kopf woanders, aber wann ist man dann mal ganz, ganz genau jetzt hier? Und letztendlich kannst du ja nur das Hier und Jetzt beeinflussen, so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das, da, also. Oh, nochmal zum Abschluss eine ganz komplexe philosophische Frage. Ja, gar nicht so philosophisch, sondern eher so logisch. Ja, irgendwie so. Wir haben schon über 2 Stunden. Ja, reicht, leg ich auf jetzt hier, reicht. Ich muss noch Videos schneiden, bin noch lange nicht fertig. Dauert soll ich noch eine, zum Abschluss noch eine kleine, nichts mit Tinder zu tun, aber ja, so, ach so ja, Real Tinder. Ich Chips. Thomas wollte auch gerade zugreifen. Hattest du ein Date oder was? Nee. Ja, die sind lecker, muss ich sagen. Ja, finde ich auch lecker. Ich weiß zwar gar nicht, was das hier für Gemüse ist. Rote Beete, würde ich sagen. Papa Azul, was ist denn Papa Azul? Ich hatte einen peinlichen Moment. Camote Naranjo. Espanisch. Peinlicher Moment. Espanisch. Ich hatte einen peinlichen Moment mit einer Frau. Oh. Camote Blanco. Das auch, ja. Habe ich einige in meinem Leben, aber den habe ich jetzt. Das war der neueste. Und zwar, genau, ja, ich habe gesagt, Kinder keine Lust mehr, die Stars, bla bla bla, alles erzählt. Was, keine Lust mehr? Tinder und so weiter, dieser ganze oberflächliche Kram. Und dachte so, ich mache das in real life. Bin ja oft trainieren. Ah, ich weiß. Du wolltest sie wegswipen. Du hast bist an ihr vorbeigegangen, hast gedacht, ah nee, doch nicht. Wolltest sie wegswipen und hast sie unangenehm berührt. Nee. Ah ja, okay. Dann bist du noch zu retten. So weit bin ich nicht. Also beim Sport gewesen, da war eine so ein bisschen Augenkontakt, so, weißt du, wie das eigentlich sein muss. Ja. So ein bisschen, bisschen Blicke getauscht und was weiß ich. Also wie so ein Mensch, richtig? Ja, wie ein Mensch. Geil. Geguckt, die Stars und dann ist sie, erstmal. Echter Kontakt. Ja. Krass. Und dann, bin ich halt irgendwo trainieren und sie ist direkt neben mir, macht da ihre Übung. Macht so eine Übung und ich weiß, es hilft, wenn man eine Handelscheibe unterlegt, weil sie macht quasi was, wo sie einen so Bein nach hinten streckt und immer wenn sie es wieder einfährt, sage ich mal, streift sie den Boden. Und wenn du mit dem Standbein auf einer Handelscheibe stehst, dann bist du halt ein bisschen erhöht und das Problem ist nicht da. Die macht die Übung, ich gehe halt hin, lege ihr die Scheibe hin, ich sage, damit ist es ein bisschen einfacher, guck mal so und so, ne? Bisschen im Gespräch gewesen, dies, das. Naja, ich dachte, alles klar, ich mache jetzt nicht so auf Ernst, sondern einfach, lass es bei der Sache. Ich dachte so, der erste Kontakt ist hergestellt. Auch witzig. Dann steht sie halt mit mir und redet. Und also, ne, steht vor mir und redet und macht so ihren Reißverschluss auf, dass man so ihren Ausschnitt sieht. Was? Einfach so, genau währenddessen. Okay. Ich dachte auch so, packt die jetzt ihre Geheimwaffe aus oder was? Aber so richtig cringe. Redet mir so, ja, okay, alles klar. Und macht so auf und redet so weiter. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Egal, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann duschen. Fertig, gehe runter und sehe, als ich noch oben auf der Treppe bin, dass sie auch gerade rausgeht. Dreht sich noch so um zu mir und ich winke so zu, sie winkt irgendwie. Ich dachte mir, ah, jetzt frage ich draus mal nach dem Namen oder nach der Nummer oder wie auch immer. Geh raus, Parkplatz und das Fitnessstudio ist rappelvoll halt immer, ne? Parkplatz voll. Leute stehen draußen, trinken ihre Shakes, was weiß ich, sind noch am Handy, viele Leute. Sie geht 10 Meter vor mir. Ich dachte, wie spreche ich sie denn jetzt an? Und ich sag, war ein gutes Training heute. Keine Antwort. Nix. Die Leute gucken mich dumm an. So, Moment der Stille. Kennt ihr das? Also alle reden so ein bisschen Lautstärke. Ja, und ich sag, auch jeder gemeint. Und ich sag, gutes Training, war ein gutes Training heute. Und alles ruhig. Ich so, scheiße. Und dann sag ich auch noch zu mir selbst, ach, kacke. Geh weiter. Und ich dachte mir so, hoffentlich hat die ihre Kopfhörer irgendwie drin. Also so diese AirPods. Erkennt man ja auch nicht bei langen Haaren oder bei Dunkelheit. Ist das für eine Scheißerfindung? Und dann steigt sie vor mir so ins Auto ein. Ich dachte, oh, schnell weg. Geh weiter. Sie fährt so vorbei, macht Lichthupe oder irgendwas. Ich wink noch. Sehe ihr Kennzeichen. So creepy eigentlich. Sag das mal bitte nicht durch jetzt hier, wenn es geht irgendwie. Nee. Gut. Hab ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich dann im Auto, fahr los. Und ich dachte so, mal gucken wir mal.
Ich hatte schon mal weniger Informationen. Und dann, naja. Challenge accept. Rausgefunden, wer die. Das ist ein gruseliger Typ, bist du. Ja. Deswegen ist dieser. Ja. Kennt ihr das bei How I Met Your Mother? Ich glaube langsam, ich weiß, warum Thomas' Frau dich zu Weihnachten wieder eingeladen hat. Ah, ja. Ich bin sehr nah. Mag die Gefahr. Oh, stopp, er hat sich selber eingeladen. Ach so. Ah, ja. Du hast mich eingeladen. Ja, beim ersten Mal. Aber beim ersten Mal, ja. Beim ersten Mal. Ja, beim ersten habe ich dich eingeladen und jetzt hattest du ja gesagt, du hast immer irgendwie so eine Andeutung gemacht und dann habe ich gesagt, ja klar, komm vorbei. Okay. Ja. Weiß ich nicht, aber es ist doch schön, ja. Selbst ist der Mann. Und dann, pass auf, kennt ihr, ne, es gibt von How I Met Your Mother gibt es den Dahmer-Doppler-Effekt. Wenn man irgendwas Romantisches macht und sozusagen ist. Fand ich auch nie gut, die Serie. Ich will nicht so viel drauf eingehen. Auf jeden Fall, pass auf, diesen Effekt. Und zwar ist Doppler, es gibt ja irgendwie diese ikonische Szene aus dem Film, wo der quasi einfach nur bei der Frau am Fenster steht und Radio hochhält mit irgendeinem Liebeslied. Kennt ihr das? Aus irgendeinem Film? Naja, ist halt, wenn sie auf ihn steht, ist es irgendwie, und es ist romantisch, ist es halt heiß. Ne? Und dann gibt es quasi den Dahmer, also der Serienkiller, Dahmer-Doppler-Effekt. Doppler ist der romantische, süße Typ aus dem Film, der kann halt alles machen, weil die Frauen auf ihn stehen, ist es irgendwie süß. Wenn es halt Dahmer macht, der Serienkiller, ist es halt alles creepy. So ist es bei mir halt auch. Ne? Wenn man das gut verkauft, ist es halt so süß und romantisch. Wenn man irgendwie ein bisschen zu viel macht, ist es halt creepy. Ah ja, ich mit diesem Effekt spiele ich quasi balanciere ich durch mein Leben tatsächlich. Bei der letzten, die ich kennengelernt habe, habe ich auch so ein Wagnis, sag ich mal, gemacht, wo sie meinte, Alter, mach das nie wieder bei irgendeiner Frau, das ist mega creepy. Ich sag nicht was, ist egal, aber das ging nach hinten los. Genau. Alles klar. Ja. Und deswegen, den Effekt, den kenne ich auch noch gut. Ich muss immer daran denken. Ah, ich war gerade Dahmer. Serienkiller, süßer Typ, die ganze Zeit. Auf jeden Fall, habe ich jetzt sozusagen ihren Instagram-Account ausfindig gemacht, privat, und es geht, ich kann dir nicht schreiben, sondern es geht nur auf Anfrage. Ich stelle dir eine Anfrage und dann denke ich mir so, na gut, mein Profil ist öffentlich und sieht sie mich. Denkt sich, was ist das denn für ein Lego-Nerd? Ich habe halt nur Lego-Fotos. Denkt sich, blockieren oder so. Dachte ich, Mist, ich muss irgendwie das jetzt schaffen, ein Foto von mir, meine Stories sind ja auch öffentlich, ein Foto von mir hochzuladen, ohne dass es so eingebildet klingt. Oder ich will ja nicht einfach ein Foto von mir hochladen. Und dann habe ich vor ein paar Tagen, letzte Woche oder so, dieses Ratespiel gemacht. Ich habe ein Foto gesucht, wo ich drauf bin, ne? Wo Lars drauf ist. Und ich sehe dann in der Mitte, habe ich irgendwann mal aus, weiß ich gar nicht warum, weil ich mit irgendwelchen Stickern experimentiert habe, habe ich bei Chris Augustin, liebe Grüße, so ein Schmetterling oder einen Hasen vor seinem Gesicht gemacht. Habe mal dieses Foto, lade das hoch, dachte mir so, ich kann ja nicht einfach das Foto hochladen. Dann mache ich so, Ratespiel. Welcher Lego-Promi versteckt sich hier in der Mitte? So, ne? Ich dachte mir, alles klar, die guckt irgendwann auf mein Profil. Ich so, es war nicht so spät, es war irgendwann abends um 8 oder so oder 9. Ich dachte, jetzt guck schnell auf meine Seite und dann kann ich die Scheiße löschen. Und die Leute liken und schreiben mich an. Und ich denke mir nur so, Digga, das ist mir so peinlich gerade. Weiß ich nicht, wer ist das, dies oder der oder so? Und ich sag, oh Mann, nerv mich nicht. Ne? Dann schreibt Bene mir, Brickstory. Ich erkläre ihm das. Er hat sich bepisst vor Lachen. Er so, Digga, was machst du denn? Und dann irgendwann schreibt sie mir, kennen wir uns? Nächsten Tag am Morgen. Ich sofort gelöscht die Story. Ich denke mir, sie hat nicht mal geguckt. Sie hat direkt einfach, sie hat Anfrage gleich geschrieben. Anstatt auf mein Profil zu gehen, die Story zu sehen, sieht, das ist der. Oh, ist sie ein normaler Mensch vielleicht. Ja. Bleibt da dran. Dann habe ich der geschrieben und er fragt sie, wie bist du denn auf mein Profil gekommen? Also erstmal so ein bisschen geschrieben, ein paar Witze. Ich dachte, ja, sind einigermaßen gute Vibes. Dann fragt sie aber, ich bin neugierig, ich muss wissen, das lässt mich sonst nicht in Ruhe. Wie bist du auf meinen Namen denn oder auf meinen Account gekommen? Und ich sag so, ja, ich erzähle dir garantiert nicht diese creepy Story, dass ich die. Aber ich glaube, alles, was du stattdessen erzählst, ist noch gruseliger, oder? Ja, ich habe dir einfach erzählt, ich kenne einen Kumpel. Ich sag, ich kenne das Fitnessstudio in- und auswendig. Ich kenne da ganz viele Leute, dies, das. Ne? Ich habe einen Kumpel gefragt, so.
nach deinem Namen. Da meinte er, die und der. Sagt sie, hä, komisch, ich kenne niemanden im Fitnessstudio. Und dann habe ich irgendwas so erzählt. Oh, das ist gruselig. Ja, auf jeden Fall keinen guten Eindruck hinterlassen. Ich hoffe, die folgt mir noch. Weiß ich nicht. Aber ist auch auf jeden Fall, die ist, glaube ich, zu jung auch. Aber ich dachte so, es war so. Aber woher hattest du jetzt den Namen? Ja, jetzt wird's creepy. Jetzt wird's creepy. Jetzt was macht ihr, bevor wir hier lieber Abspann machen? Oder? Ich erzähl doch kurz. Komm, habt ihr was zum Lachen, Leute? Oh mein der, Gott. Der sympathische Arne. Ich habe die Initialien auf dem Kennzeichen. Autokennzeichen. Ja. Und ich habe gehofft, ich so, das könnte ja ihr Vorder-Nachname sein. Und dann sehe ich den Anfangsbuchstaben und dachte, Google, Frauennamen mit dem Anfangsbuchstaben. Ich dachte, ich gehe mal die gängigen durch. In der Instagram-Fitnessgruppe. 5.500 Follower. Es gibt eine Instagram-Fitnessgruppe? Eine Instagram-Fitness-Page, dieses Fitnessstudio. Und dann Follower oder wie auch immer. Ah, okay. Nicht so diese, nicht diese. Okay. Das ist ja. Und dann gebe ich den Namen ein, den nächsten Namen, gucke dann immer die, weiß ich, 20 Profile durch, sehe sie nicht. Nachname kann ich ja nicht und habe ich einfach beide Initialien mal eingegeben im Leerzeichen und dann kamen die. Das ist ja richtig, richtig Arbeit dir gemacht. Ja, da habe ich schon mehr gemacht, du. Da bin ich schon größeren Umweg gegangen. Du musst die aber einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen haben. Ja, oder bildhübsch. Aber ich glaube. Also einen guten Charakter. ich weiß nicht, ich glaube, ich bin. Also das ist kein gutes Gefühl. Auch nicht weiter probiert oder so, nur ein bisschen geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, so, ich glaube, es ist doch ein bisschen zu. Ich glaube, die peilt irgendwie, dass ich einen creepy Weg gegangen bin. Und die sieht mich jetzt nicht als Doppler, sondern als Dama. Nicht aber, gut. Aber du projizierst da ja schon eine Menge Gedanken rein, ne? Ja, ja. Und also ich meine, du hast ja auch schon reinprojiziert, dass sie ja normalerweise deine Story gucken müsste. Darunter mussten dann ganz viele andere leiden, die du verwirrt hast, mich eingeschlossen. Ja. Und dachte, was postet der für ein Foto? Was ist das? Ja, Homo hast du mit zu viel geschrieben. Nein. Was? Auf jeden Fall, also vielleicht also wäre die Wahrheit ja auch ganz cool gewesen. Und dann, dass sie könnte ja auch. Also du kannst ja auch anders aufzäumen, dass du denkst, boah, ich scheine mir auf irgendeine Art und Weise nicht aus dem Kopf oder ist, ne, also du hättest das ja genauso erzählen können. Ja, ich habe dir noch hinterhergerufen. Das hast du aber nicht gehört. Das war voll peinlich. Habe ich auch gesagt. Dann habe ich dein Autokennzeichen gesehen und dann hast du dir diese ganze Arbeit gemacht. Dann hätte ich noch gesagt, da hat mich 2 Tage gekostet so. Ich habe Arbeit ist liegen geblieben. Ich habe Ärger mit meinem Chef irgendwie sowas und dann gleich so. Ja, ne? Ich frag dich einfach ein bisschen Mal. Näher an der Arbeit, an der Wahrheit dranbleiben. Ja, so ein Ticken mehr. Oder einfach mal die Wahrheit sagen. Ja. Das Ding ist auch. Ich sollte erstmal mein richtiges Alter angeben. Man macht sich viel zu sehr Gedanken, was andere Leute denken. Ja, sehr. Kopfmensch. Wenn sie gefragt hat, wo hast du denn meinen Namen? Und du sagst, ja, ich habe gesehen, du bist ins Auto gestiegen, hab dein Autokennzeichen gesehen und hab daraus geschlussfolgert, Alter, ich bin Sherlock. Weißt du? Ich glaube, Sherlock ist nicht so cool. Nee, sagt sie ja hier ein folgendes Rätsel. Sag ich, kann ich nicht. Aber vielleicht wäre sie beeindruckt gewesen. Ja. Hier, eine Geschichte von heute von Björn. Auch schön, also auch toll. Pass auf, wenn du als Kind hinfällst, ne? Also du läufst, stürzt, fällst aufs Knie, tut weh. Du als Kind alleine, was machst du? Guckst dein Knie an, blutet, dann weinst du vielleicht, es tut weh, hast vielleicht dich erschrocken, ne? Guckst, wenn nichts ist, putzt vielleicht ab, gehst, stellst dich wieder hin, geht weiter, tut ein bisschen weh, ja, weiter wird gespielt. Wenn deine Eltern in der Nähe sind, Mutti, Vati, egal, du stürzt aufs Knie blutet, hoch, die heben dich hoch, wollen dich ablecken, komm, ist doch nicht so schlimm, ne, so reden sie mit dir und so weiter. Und als Kind denkst du aber gar nicht so, ist doch nicht so schlimm, ich muss mich jetzt ablenken, sondern du denkst, aua, mein Knie tut weh. Du denkst darüber nach, dass du hingefallen bist, guckst, ist was passiert, ja, nein. Wenn du als Erwachsener hinfällst, mal angenommen, rennst da hinterher. Du rennst jetzt genau diese Situation, du rennst hinterher und stürzt. Was ist dein erster Gedanke? Wer hat mich gesehen? Richtig. Genau. Und das läuft bei uns falsch. Du denkst nicht, geht's mir gut? Ja. Habe ich mich verletzt? Was ist los? Warum tut das weh? Ja. Ist alles gut? Absolut. Du denkst, scheiße, ich hoffe, mich hat keiner gesehen. Noch vorm Schmerz und alles. Moment, bei Kindern gibt es das aber andersrum. Bei Kindern gibt es Kinder, die fallen hin, gucken erstmal, ob es irgendjemand gesehen hat und dann fangen sie an zu weinen. Ja, weil das ist dieser Schockmoment. Nee, weil sie die Aufmerksamkeit haben. Es gibt auch, also, da gibt es einen Test.
ist auch so ein kleines, wie nennt sich das, so ein und wenn keiner da ist und guckt, braucht man nicht weinen, kriegt ja eh keiner mit. Naja, so ein ja, kommt drauf an, wie schlimm es ist. So ein Trend. So ein, es gibt so ein paar Videos, die habe ich schon mal gesehen, das ist dann so ein, da gibt es so einen Trend, ne? Du hast ein Kind auf dem Arm, ein Kleinkind, gehst irgendwo lang, so an der Tür vorbei und schlägst quasi mit der Hand gegen die, den Türrahmen, also das Kind, dem Kind passiert nichts und tust aber so, oh Gott, ah, ja, oh Gott. Ja, ja, und dann, genau, dann fängt an zu heulen. Genau, ja, ja, ja. Das ist, bestätigt das ja, Aufmerksamkeit, ja, genau. Genau. Naja. Ja. Gut. Also das war nochmal eine unangenehme Story. Aber es ist schön, ich habe auch Bestätigungen bekommen von einigen Leuten. Einer zum Beispiel, der ist auch ähnlicher Jahrgang. Das ist auch wirklich witzig, wenn man das, die erzählen mir so, was weiß ich, und dann, wie alt die sind und das ist so, witziger, also halt dies und das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Dann zum Beispiel, ich sag keinen Namen oder so, aber diese Geschichte bei der Netzwerkparty im Keller, das fühlt er halt auch. Das war halt unsere Kindheit. Und das ja mit der Erotikdarstellerin, die ja quasi auch unser Kindheitsstar ist, die feiert er halt auch. Liebe Grüße, mein Lieber. Wollen wir hier mal drauf drücken? Ja, zweieinhalb Stunden. Tschüss. War aber sehr schön mit euch. Ist das das hier eigentlich? Das ist die Musik. Genau. Ja, schönes Wochenende. Viel Spaß. Bleibt gesund und fröhlich. Und habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Und wenn ihr hinfallt, heult doch mal. Tschüss. Ciao.